Ja, meine sehr geschätzten Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen hier im Bildungszentrum der Arbeiterkammer Wien. Als Präsident der Wiener Arbeiterkammer freue ich mich heute einen Gast aus Wien, sage ich bewusst, beim 39. Wiener Stadtgespräch begrüßen zu dürfen. Heißen Sie mit mir herzlich willkommen, Max Schrems. Meine geschätzten Damen und Herren, bei Ihnen darf ich mich sehr herzlich bedanken für Ihr großes Interesse an der heutigen Veranstaltung. Ich darf darauf hinweisen, dass der Vortrag nicht nur hier im Saal verfolgt werden kann, sondern auch auf mehreren Videowalls in unserem Haus übertragen wird, unter anderem auch im Kaffeehaus. Für all jene, die heute nicht hier vor Ort sein können oder für all jene unter Ihnen, die das Gespräch von heute Abend noch einmal gern Revue passieren lassen möchten, wird ein Video dieser Veranstaltung angefertigt, das dann auf unserer Website in Kürze online gestellt wird. Meine Damen und Herren, zu unserem heutigen Gesprächspartner Max Schrems, und ich denke, das erkennt man auch am heutigen Besucherandrang, er zählt trotz seines, und ich darf das so sagen, jungen Alters zu jenen Persönlichkeiten, die man in Österreich und darüber hinaus eigentlich gar nicht vorstellen muss. Im Jänner dieses Jahres fand er sich wieder auf der Liste von Forbes, nämlich 30 unter 30 in Europa. Das ist schon was, würde ich sagen. Der Titel aber, meine Damen und Herren, des heutigen Stadtgespräches lautet Segen und Fluch der sozialen Medien. Nun ist es einmal so, dass die fortschreitende Digitalisierung mittlerweile so gut wie jeden Teil unseres Lebens durchdringt, auch unser Miteinander. Mitunter wird die Digitalisierung sogar bestimmend. Ich denke hier an die vielen Kommunikationsmöglichkeiten, Herr Direktor, die gerade benutzt werden oder die man nutzen kann. Aber vielleicht ist das sogar ein Muss, wenn man nicht, und ich darf das so sagen, den Anschluss verlieren will. Es stellt sich daher, meine Damen und Herren, nicht die Frage, ob diese neuen Entwicklungen unsere Gesellschaft verändern, sondern eher, wie sie es tun. Der digitale Wandel in unserer Gesellschaft findet statt, er durchdringt so gut wie alle unsere Lebensbereiche. Das heißt für uns, wir können uns nicht erste Reihe fußfrei sozusagen hinsetzen und nur zuschauen, wie der Wandel passiert. Wir müssen die Digitalisierung auch als Chance begreifen und, was mir sehr wichtig ist, wir müssen die Digitalisierung auch aktiv mitgestalten. Auch, meine Damen und Herren, wenn oftmals das Gefühl vorherrscht, dass uns die Technologieentwicklung überrollt, es gibt keine unsichtbare Hand, die sie lenkt. Es sind noch immer die Menschen, die diese Technologien entwickeln. Es sind die Menschen, die die kompliziertesten Algorithmen schreiben und es sind letztendlich wir Menschen, die die Rahmenbedingungen für den Einsatz dieser Technologien auch vorgeben. Dabei ist aus meiner Sicht zumindest eines ganz klar: Die Menschen und deren Bedürfnisse müssen in den Mittelpunkt gerückt werden. Es ist, meine Damen und Herren, aus meiner Sicht auch extrem wichtig, dass es engagierte Aktivisten wie Max Schrems gibt,
die es sich zur Aufgabe machen, ein Thema oder auch einen Missstand an die Öffentlichkeit zu bringen. Sein jahrelanger Rechtsstreit gegen die irische Datenschutzbehörde zeigt gleichzeitig die Schwierigkeiten, denen ein Einzelner gegenübersteht, möchte er noch dazu in einem grenzüberschreitenden Zusammenhang seine Datenschutzrechte durchsetzen. Verbraucherinnen und Verbraucher wie Sie und ich haben in der Regel weder das Durchhaltevermögen noch das Fachwissen eines Max Schrems, für ihre Datenschutzrechte individuell auch einzutreten. Sie erwarten sich, und das aus meiner Sicht völlig zu Recht, Schutz durch eine kollektive Wahrnehmung ihrer Interessen. Und wer wäre da nicht besser berufen, kleine Eigenwerbung, als die Arbeiterkammer natürlich, wenn es um Datenschutzverletzungen geht, wenn es um deutliche Verbesserungen des Zugangs zum Recht geht. Und daher ist uns auch ein zentrales Anliegen, meine Damen und Herren, dass die Einräumung einer Verbandsklagsbefugnis auch Wirklichkeit wird. Und damit wird es den Organisationen wie der Arbeiterkammer oder den Gewerkschaften ermöglicht werden, hier dementsprechend bei Verletzungen von Datenschutzrechten für Verbraucherinnen und Verbraucher gerichtlich vorzugehen und diese auch geltend zu machen. So wie wir das, und das darf ich auch hinzufügen, bereits im Konsumentenschutzrecht auch dementsprechend, glaube ich, erfolgreich tun. Zum Schluss, meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, dass der große Andrang zu unserer Veranstaltung ein Beleg dafür ist, wie sehr die Menschen an einer aktiven Gestaltung ihrer digitalen Lebenswelten interessiert sind. Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle zwei spannende Stunden mit Max Schrems und Peter Huemer. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wenn Sie in den letzten Jahren in einer österreichischen Zeitung etwas gelesen haben über David gegen Goliath, dann kommt da meistens der Name Schrems vor. Max Schrems hat als Student vor 6 Jahren einen Prozess gegen Facebook begonnen und hat erreicht, dass der Europäische Gerichtshof das Datenübermittlungsabkommen zwischen Europa und den USA gekippt hat, weil es für den Datenschutz unbrauchbar ist. Damit ist aber die Geschichte nicht zu Ende. Das Verfahren gegen Facebook läuft weiter. Und mittlerweile hat die irische Datenschutzbehörde Max Schrems geklagt. Es ist alles reichlich kompliziert. Max Schrems hat ein Buch geschrieben, Kämpf um deine Daten, und er wird jetzt zum Thema sprechen und dann folgt unser Gespräch. Bitte. Mir ist gesagt worden, ich soll über Facebook, Datenschutz und Fake News sprechen. Das ist ein breiter Versuch für 10 Minuten circa. Deswegen habe ich mal probiert, ein paar Gedanken zusammenzufassen, die vielleicht sozusagen einen Aufschlag geben für die Diskussion insgesamt. Eine Sache, die ich immer spannend finde und wichtig finde für alle Diskussionen zu den Sachen, ist, auch wenn digitale Sachen aus Nullen und Einsen bestehen, ist es leider überhaupt nicht binär, diese Fragen. Das ist das Cover von diesem Buch, was ich mal geschrieben habe.
vieles ist ein Graubereich und viele sind Fragen, wie weit gehen wir in dieser Digitalisierung, was sind die Benefits, was sind die negativen Teile, wie können wir schauen, dass es insgesamt überwiegend Benefits sind. Und ein paar Beispiele dazu zu diesen Graubereich-Debatten. Wir müssen zum Beispiel abwägen, wie weit wollen wir Privatsphäre haben, wie weit wollen wir Praktikabilität haben, wie schnell will ich, dass die App sofort weiß, was ich will, versus wie viel Daten sollen die im Hintergrund speichern. Es gibt viele Sachen, gerade in diesem Bereich, jetzt wenn wir von Fake News sprechen und so weiter, wo es sehr unklar ist, was sind überhaupt genau Fake News. So manches, was vielleicht in der Heute steht, würde ich schon als Fake News bezeichnen. Nicht alles davon muss unbedingt verboten werden. Oder auch bei dem Thema Privatsphäre, was ist heute noch privat, wenn klassisches Argument, eh schon jeder alles online postet, was ist dann überhaupt noch privat? Und die andere Sache bei vielen von den Debatten, die wir jetzt gerade, glaube ich, eher am Anfang sind, gerade bei dieser Fake News, Filterbubble, solche Fragen, wie gehen wir damit um? Und es gibt sozusagen leichte Lösungen, zu sagen, weiß nicht, das muss weggefiltert werden, das gehört weg. Aber wir haben dann oft indirekte Folgen. Also wer entscheidet zum Beispiel, was weggehört? Brauchen wir dann so eine Art Zensurministerium, was sagt, was jetzt wahre Nachrichten sind und falsche Nachrichten, solche Fragen. Und das ist relativ spannend und ich glaube, dass für vielen von diesen Sachen einfach noch nicht wirklich eine Antwort gibt, aber dementsprechend ist die Diskussion spannend. Der erste Gedanke. Zweiter Gedanke ist, bei vielen von den Dingen müssen wir hinter dem Bildschirm blicken. Ich darf sozusagen als Beispiel sagen, das ist Mark Zuckerberg seine Facebook-Page und das ist, wie sozusagen diese Online-Medien uns präsentiert werden. Es ist alles toll, alles funktioniert, wir sind happy. Ich habe diese Grafik gefunden online, die ist relativ schön. Die Idee ist sozusagen, konzentriere dich aufs Like, auf alles, was schön ist und vergesse, was im Hintergrund passiert. Im Silicon Valley nennen sie das eine positive Nutzererfahrung zu generieren. Das ist der Grund, warum man auf Facebook nicht gedisliked werden kann, sondern nur geliebt und gemocht und befreundet. Und das ist so ein bisschen die Idee, eine Bubble zu generieren, wo alles passt oder wo alles so ist, wie man sich's vorstellt. Wir müssen aber dahinter schauen. Wir müssen schauen, wie kommt diese Frontpage zusammen, was wird im Hintergrund alles gespeichert. Das war zum Beispiel in meinem Fall interessant, weil ich eben diese 1200 Seiten Daten damals bekommen habe. Das war so der Aufschlag. Und da waren wahnsinnig viele zum Beispiel gelöschte Daten drinnen, die ich wissentlich gelöscht habe. Also ca. 300 Seiten von den 1200, das ist ca. ein Viertel, waren gelöschte Nachrichten. Und das sind teilweise sehr, sehr persönliche Nachrichten gewesen. Eine Bekannte von mir war auf der geschlossenen Anstalt am AKH und hat mir ihre persönlichen tiefen Probleme da teilweise erzählt. Ich habe die Nachrichten nachher gelöscht, die sind aber alle wieder da. Da steht dann drüber gelöscht und darunter kommt die gelöschte Nachricht. Das nennt man Flaggen, also so, wenn man eine Word-Datei nimmt und sagt, gelöscht unterstrich meine geheimen Daten.doc und das direkt am Desktop weiter liegt. Das ist so circa wie Löschen auf Facebook funktioniert teilweise. Ein paar Beispiele in die Richtung, das waren die Datensätze, die ich damals bekommen habe, das waren 57 Datenkategorien und da sieht man recht schön, die grünen Felder, die ich jetzt da einzeichnet habe, sind die Daten, die eigentlich unproblematisch sind. Also wenn ich angebe, was mein, weiß nicht, Name ist, dann steht halt mein Name da drinnen, das ist nicht weiter spannend. Aber es gibt andere Daten, die Facebook zum Beispiel selber generiert, diese ganzen blauen Felder hier. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele dazu. Damals hat es diese Apps gegeben, das war noch ein ganz altes iPhone da auf diesem Bildschirm, aber de facto können Leute, die so eine iPhone-App haben von Facebook, ihr gesamtes Telefonbuch hochladen. Und damals hat es auch einen Hinweis gegeben und da ist in der letzten Zeile gestanden, bitte stell sicher, dass deine Freunde mit der Nutzung ihrer Daten einverstanden sind. Und wir kennen es, wir sind 5-mal am Tag angerufen worden, du, ich lade gerade alle meine Daten auf Facebook hoch, bist du eh einverstanden? Und bevor man das nicht mit allen seinen 300 Leuten im Telefonbuch gemacht hat, hätte man da natürlich nie drauf gedrückt. In der Realität landen einfach alle Daten oben und dementsprechend hat Facebook auch die Daten gehabt von allen Leuten, die überhaupt nicht Facebook-Mitglied waren. Es hat ihnen zum Beispiel erlaubt, diese Einladungen zu schicken am Anfang, wo gestanden ist, diese 20 Freunde sind auf Facebook, kommen doch auch dazu. Das ist eben genau aus diesen Daten, die im Hintergrund generiert worden sind. Und das ist das, was mich mehr fasziniert, ist, was passiert im Hintergrund? Was ist nicht das, was wir direkt am Bildschirm tun, sondern was tun die Unternehmen im Hintergrund, ohne dass wir es selber wissen sollen. Und man kann eben aus solchen Daten zum Beispiel wir haben das damals Schattenprofil genannt, generieren. Das heißt, ich habe zum Beispiel zwei Personen, die Parteigänger bei irgendeiner Partei sind. Ich muss das irgendwann mal ändern, von blau auf pink oder so. Und drei Leute, die bei irgendeiner Firma arbeiten oder zwei Leute, die zu irgendeiner Schule gegangen sind. Jetzt mag diese Person gar nicht Facebook-Nutzer sein, aber ich kann mir schon statistisch hochrechnen, dass der wahrscheinlich auch zu dieser Schule gegangen ist, wahrscheinlich auch dort Parteigänger ist, weil man sich tendenziell mit Leuten, die gleiche politische Ansichten haben, verbindet und bei der und der Firma arbeitet. Facebook hat dann auch noch Geburtsdatum, Telefonnummer und so weiter alles hochgeladen von Leuten, die überhaupt nicht Nutzer von diesem Dienst waren.
Sie haben damals argumentiert, das ist eine Zustimmung durch Dritte. Also der, der es hochlädt, hat zugestimmt, dass meine Daten verwendet werden dürfen. Das ist ganz spannend. Ich bin da, in Österreich lernt man römisches Recht noch und nicht mal die Römer haben eine Zustimmung durch Dritte gekannt. Aber Facebook kennt die Zustimmung durch Dritte. Also blöd gesagt, wenn Zuckerberg zustimmt, dann können sie alles machen so irgendwie. Oder wenn irgendjemand in der Welt zustimmt. Wenn man aus diesen Daten dann, das sind meine Freundeslisten, das sind praktisch nur die ID-Nummern von meinen Freunden auf Facebook, da hat eine Firma in Deutschland innerhalb von ein paar Sekunden dieses Netz gemacht und da sehen Sie circa so Knäule von Freunden, das sind praktisch Freundeskreise und dafür hat man nur die Freundeslisten ausgewertet, also ganz wenig Daten. In Wirklichkeit ist jeder von diesen Punkten wieder 1200 Seiten und da sieht man gewisse Gruppen von Leuten. Zum Beispiel war ich Zivildiener beim Roten Kreuz in Salzburg, das habe ich auf Facebook nie angegeben, aber die haben das alle angegeben. Und woher kennt man sonst lauter Zivildiener beim Roten Kreuz, die im gleichen Jahr dort waren, außer wenn man selber Zivildiener dort war. Also man kann aus solchen Daten Sachen hochrechnen. Das Spannendste ist zum Beispiel dieser Freundeskreis da oben, ich habe den da in der PowerPoint als Wiener Freundeskreis bezeichnet, aber das sind im Großen und Ganzen meine ganzen schwulen Freunde. Ich habe auf Facebook nie meine sexuelle Orientierung angegeben, aber diese Firma hat gesagt, das hat ihnen genau eine halbe Minute gebraucht, um rauszufinden, was meine sexuelle Orientierung ist, aus meinen Facebook-Daten. Und das ist das Spannende, dass man aus einer Freundesliste ganz tief in die Persönlichkeit eindringen kann. Und das ist jetzt ganz banal, das ist jetzt noch nicht Big Data der große Zirkus, das ist sozusagen nur mal ganz einfach erklärt, was damit funktioniert. Und ich glaube, das sind die spannenden Sachen im Datenschutz. Nicht unbedingt habe ich irgendein Foto gepostet, sondern was kann man hochrechnen aus den Daten, die ich eigentlich gar nicht teilen wollte. Und da liegt in Wirklichkeit bei vielen Sachen das Problem. Eine unterhaltsame Version davon, Facebook schlägt dann auch dementsprechend Freunde vor. Und ich habe dieses Testprofil angelegt, Peter Ulrich, mit einem gewipten Computer, keine Daten, die irgendwas mit mir zu tun gehabt haben. Facebook hat dann gesagt, ich muss ihnen eine Telefonnummer geben aus Sicherheitsgründen. Und die einzige Telefonnummer, die ich gerade gehabt habe, war meine echte Telefonnummer. Und als allererster Freund ist mir vorgeschlagen worden der Gary Davis. Das war der Vize-Datenschutz-Commissioner der irischen Datenschutzkommission zu dem Zeitpunkt. Warum? Weil der Gary Davis meine private Telefonnummer gehabt hat, die anscheinend auch auf Facebook hochgeladen hat und Facebook gewusst hat, ich habe mit dem Typen irgendwas zu tun, also schlagt er mal dem als Freund vor. Ist dann schön, wenn ich da mal die irische Datenschutzbehörde seine Daten irgendwie geheim halten kann. Aber ja. Ein anderes Beispiel, das ist von einem Datensatz von einer Freundin von mir, die hat damals noch so ein altes Nokia-Handy gehabt, ohne GPS oder sonst was, aber das waren die Fotos, die andere Leute von ihr gemacht haben. Und wenn man mit einem iPhone ein Foto macht, wird im Hintergrund die Geolocation mitgespeichert in der Datei. Wenn man die dann hochlädt, kann man rausrechnen, wenn dann die Leute getaggt werden in den Fotos, wo sich die Leute innerhalb von Wien aufhalten. Selbst wenn die selber nie gesagt haben, ich bin jetzt da und da und tu das und das. Das sind jetzt relativ einfache Beispiele, weil wirklich das Big Data, glaube ich, eh unerklärlich ist. Aber damit kann man relativ schön sehen, dass es nicht davon abhängt, was man selber online stellt, sondern was Unternehmen rausfinden können. Das sind zum Beispiel meine Rundreisen in den USA über die IP-Adressen. Ähnlich gibt es bei Facebook Cookies und damit können die rausrechnen, wann man welche Seite besucht hat. Das sind jetzt die Cookie-Daten von einer Bekannten von mir. Und die hat einen privaten Computer, wo nur sie sich jemals eingeloggt hat. Das ist das erste Kastel. Und dementsprechend, wenn da so ein Like-Button ist oder irgendeine Facebook-Funktion, weiß Facebook ganz genau, wann ich welche Webseite angeschaut habe. Außerhalb von Facebook selber. Also wir haben damals bei der Beschwerde bei der irischen Datenschutzbehörde die Erotikseite der Bild-Zeitung vorgebracht und da ist unter jeder Nackerten ein Like-Button. Und von den Daten kann ich mal hochrechnen, wie lange man jetzt welche Nackerte wie lange angeschaut hat. Also ob man jetzt brünett oder blond bevorzugt. Was spannend ist, die Iren haben das irgendwie nicht so lustig gefunden, aber ich habe es interessant gefunden. Facebook hat damals gesagt, sie sammeln diese Daten nur aus Sicherheitsgründen und würden die niemals auswerten. 2-3 Jahre später haben sie dann zugegeben, weil die Nutzer sich so inständig darum gebeten haben, dass dann noch bessere Daten kommen, werden sie jetzt alle diese Daten auch noch auswerten. Es war übrigens einer der Datensätze, die ich nie bekommen habe, weil sozusagen umso heftiger die Daten sind, umso weniger bekommt man sie von Facebook. So viel ein bisschen zu der Idee, mal hinter dem Bildschirm zu schauen. Dritter Gedanke, ich glaube, wir müssen uns halt auch die Geschäftsmodelle noch genau anschauen. Derzeit haben wir primär Werbung, aber es bewegt sich natürlich in Bonitätsdatenanbieter, in Preisdiskriminierung, in all diese anderen Sachen, wie man mit Informationen Geld machen kann. Bei der Werbung ist es relativ klar, da habe ich jetzt, wenn man sozusagen ORF als Standardbeispiel macht, Content gegen Werbung. Es gibt diese wunderbaren Charts über die gesamte Werbeindustrie, wer da die Daten alle hat und wo das überall herumfließt. Und da komme ich jetzt ein bisschen in Richtung Fake News etc. Was bringt mir der ideale Content? Einfach möglichst viele Klicks.
Weil wirtschaftlich ist es vollkommen wurscht, was sich die Leute anschauen. Umso länger sie auf einer Webseite bleiben, umso länger kann man sie mit Werbung bombardieren und umso mehr Geld kann man machen. Schönes Beispiel, das war längste Zeit einer der meistgeschauten YouTube-Videos. Gut 850 Millionen Mal. Ist eine Minute lang und da gibt es einen kleinen Bruder und einen großen Bruder und der kleine Bruder beißt dem großen Bruder in den Finger. Eine Minute lang. Das haben sich 850 Millionen Leute angesehen. Und die Familie hat sich aus den Werbeeinnahmen, und das, ich gehe mal davon aus, Google hat mehr Geld damit gemacht als die Familie, ein Haus kaufen können mit diesem Video. Und das heißt, wir müssen sozusagen abstrahieren zwischen Inhalt und Content. Es ist vollkommen wurscht, was der Content ist. Blöd gesagt, wenn jetzt beim Standard jemand oder beim Falter einen guten Artikel schreibt, dauert das sehr viel mehr und ist sehr viel komplizierter. Man kann sich tendenziell kein Haus darum kaufen. Und man muss sozusagen diesen Unterschied da irgendwie, glaube ich, zeigt es halt recht schön hier. Und die nächste Idee vom Content und wie man das noch mehr Kohle rausholen kann, ist, dass man es höchst personalisiert. Das sind, um wieder zurückzukommen zu meinem Lieblingsding hier von diesem Abend, diese seitlichen Blenden, zu schauen, was interessiert den Menschen am längsten, wie kann ich den am längsten online halten. Und alles andere eine Möglichkeit auszublenden. Das ist eben die bekannte Filterbubble, zu überlegen, was sind die Sachen, was die Leute am meisten online hält. Das war ja auch eine große Debatte eben bei den politischen Sachen in den USA. Wenn ich tief republikanisch bin, dann kann ich eine Geschichte über die Hillary Clinton erfinden, Klammer auf zum Beispiel Pizzagate, und die Leute bleiben trotzdem online und schauen sich's an und ich kann damit Geld machen. Das heißt, ein gewisser Teil von diesen Fake News sind Fake News, die einfach dafür dastehen, um möglichst lange online zu sein. Und ich kann das dann möglichst targeten. Das ist bei Fake News, aber auch eben bei Werbung und so weiter. Und alles, was dem nicht entspricht, ist weg. Das ist sozusagen die persönliche, also die Idealvorstellung der Welt. Alles ist sozusagen, wie ich es haben will. Das Problem ist, ich kriege nie wieder eine Gegenmeinung und ich versumpe sozusagen, ich koche immer weiter in meinem eigenen Saft ein. Das ist die ganze Debatte da. Ich habe das teilweise gesagt, naja, es ist ja nicht so viel anders wie in den klassischen Medien. Also wenn ich der Meinung bin, der Ausländer ist prinzipiell an allem schuld, dann bin ich wahrscheinlich mit der Kronenzeitung besser bedient als mit dem Standard. Wenn ich der Meinung bin, irgendwie die Sozialabgaben sind das Hauptproblem, dann werde ich wahrscheinlich bei der Presse mein Gehör finden. Und wir machen das ja vorher auch schon so. Es ist ja nicht so, dass das was vollkommen Neues ist. Aber dadurch, dass ich es personalisieren kann, gibt es nicht mehr 10 Meinungsbubbeln, wie es bei uns sozusagen in der Zeitung gibt, die halbwegs neutral sein müssen, sondern ich habe eine höchst personalisierte Meinungsbubble, die für jede Person anders ist. Das ist wie wenn für jeden in Österreich eine andere Zeitung gedruckt wird. Und das wird wahnsinnig spannend demokratiepolitisch, weil wenn wir verschiedene Informationen haben, wenn wir gar nicht mehr gemeinsame Information bekommen, wie sollen wir dann uns noch einigen auf irgendwas? Ne? Ich baue nur ganz gerne mal die Brücke zu klassischen Sachen auch. In den USA war das schon viel heftiger früher. Da hat es Fox News gegeben und CNN und je nachdem, was ich geschaut habe, war entweder die Welt kurz vorm Weltuntergang oder rosa-rot zu jedem Themenbereich. Und das ist, glaube ich, bei uns jetzt erst hereingeschwappt in der extremen Art mit den Online-Medien. Aber zum Beispiel in den USA, ich war 2005 dort Austauschschüler, war das schon relativ so, dass es eben diese Meinungsbubbles gegeben hat. Halt nicht hochpersonalisiert, sondern einfach in größeren Ecken. Das andere, was beim Web 2.0 interessant ist, ist, dass die Produktion und dass es eine Art Produktions- und Verantwortungsauslagerung gibt. Das heißt, die Webseiten sagen, ich bin nur noch eine Plattform und ich habe für den Inhalt überhaupt keine Verantwortung und ich brauche ihn auch nicht mehr generieren, was wirtschaftlich spannend ist. Die Leute machen ihre Fotos selber und stellen sie online. Ich brauche keinen Fotografen mehr im Vergleich zu einem klassischen Medium, der irgendwas fabriziert, sondern die Leute machen es selber. Wenn Sie sich das jetzt vorstellen, wenn der Nirvarani auf YouTube ist, wenn das keiner hochgeladen hätte, wäre YouTube eigentlich eine weiße Seite. Die machen nichts anderes, außer ein Logo hinzuklatschen und unten die Funktionalität zur Verfügung zu stellen. Aber der Content wird von irgendjemandem Dritten produziert. Und damit haben sie auch die Möglichkeit zu sagen, wir sind gar nicht mehr verantwortlich dafür. Bei Facebook ist das relativ schön, da ist es so, dass wenn sie die Daten haben wollen, sagen sie, wir sind für alles verantwortlich, was auf dieser Seite passiert. Die Nutzer haben null Rechte. Also in unserer Diskussion bei Datenschutz sagen sie permanent, Nutzer keine Rechte, die gesamte Seite gehört nur uns aus. Kaum ist ein Nazi-Posting auf dieser Seite, heißt, na, wir haben nichts mit dieser Seite zu tun, das ist alles ein Nutzer-Problem und wir haben überhaupt keine Haftung und sind da überhaupt draußen. Und das ist relativ spannend, wo diese Plattformen sich hinentwickeln. Im einen Fall wollen sie alles haben und im anderen Fall wollen sie für nichts eine Verantwortung. Und das finde ich eine relativ interessante Entwicklung, die wir bei dem haben.
Ähnlich ist es eben dann bei den Fällen, wie zum Beispiel bei dieser Caritas-Geschichte, dass die den Asylwerbern neue iPhones verschenken würden. Und das ist dann das Resultat dafür. Facebook sagt, wir haften nicht für den Inhalt, irgendjemand hat das gepostet, wir können nichts dafür, den Typen findet man nie wieder und dann hat man irgendwie den Salat. Ne? Vierter Gedanke, Frage Lösungsansätze. Ich glaube, dass wir gewisse neue Phänomene haben, die wir einfach auch neu regeln müssen. Eben Beispiel bei der Plattformhaftung zu fragen, wer haftet eigentlich für solchen Inhalt. Auf der anderen Seite eben hineingehen ins Medienrecht. Aber ein schönes Beispiel im positiven Sinne ist, es gibt jetzt die GDPR, also die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Statt den nationalen Rechten gibt es in einem Jahr eine europaweite Einheitsverordnung für Datenschutz. Und der große Unterschied drinnen ist, derzeit haben wir in Österreich 25.000 Euro als Maximalstrafe. Das heißt, wenn ich einen Anwalt beauftrage, mir zu sagen, wie ich mich dem Recht folge, ist der Anwalt teurer, als wenn ich einfach die Strafe zahle. Und in der GDPR ist die Strafe 25 Millionen Euro oder 4% des weltweiten Umsatzes. Das heißt, es ist eine vollkommen andere Dimension. In der GDPR gibt es zum Beispiel auch drinnen Schadenersatz. Also wenn ich jetzt sage, irgendjemand hat meine Privatsphäre verletzt, kann ich von dem Schadenersatz verlangen. Es hat in Österreich schon einen Fall gegeben, weil in Österreich die Regelung schon ähnlich ist. Da war eine Fehleintragung in einer Bonitätsdatenbank, das waren 750 Euro. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sind irgendwie Unternehmen und Sie haben millionenfach irgendwelche Daten veruntreut, wenn Sie 750 mit einer Sammelklage multiplizieren, mal ein paar Millionen, dann kommen Sie auf Preise, wo das interessant wird. Und ich glaube, dass wir mit solchen Zugängen durchaus die Regelung schaffen können, dass wir, das ist der zweite Punkt, eben dieses Wild Wild West ein bisschen zurückdrängen. Weil derzeit ist eben es schlichtweg finanziell sinnvoller, sich nicht ans Recht zu halten, als sich ans Recht zu halten. Und das ist eigentlich auch die Sache, die mich am meisten beschäftigt hat bei diesen ganzen. Also ich finde Datenschutz wahnsinnig spannend, aber was ich noch viel spannender finde, dass wir derzeit Konzerne haben, die sagen, Steuern zahlen alle anderen, nur wir nicht. Für die Inhalte sind alle verantwortlich, nur wir nicht. Und man kann es wirklich durch alle Rechtsbereiche durchdeklinieren. So nach dem Motto, wir sind einfach außerhalb des Rechts. Und witzigerweise auch die Politik, das zum gewissen Teil legitimiert. Also in Deutschland, Minister sich mit Facebook treffen, um sie zu bitten, sich bitte doch ans Recht halten zu wollen. Das ist wie wenn man mit einem anderen Staat diplomatische Beziehungen hält. Dabei ist es ein Unternehmen, was sich schlichtweg an die Gesetze halten müsste. Ne? Und ich glaube, der letzte Punkt, der auch noch spannend ist, reinzubringen, ist, wir haben einfach Monopole, Duopole. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Smartphone haben will, kann ich auch mal aussuchen, ob ich zustimme, dass Google alle meine Daten hat oder Apple alle meine Daten hat. Das ist nicht wirklich das, wie wir unseren freien Markt vorgestellt haben bisher. Und ich glaube, dass man da mit offenen Standards durchaus Möglichkeiten hätte, das wieder aufzubrechen, weil wir eine gewisse Privatisierung des Internets sehen. Es ist nicht mehr der offene Standard, wo ich zum Beispiel bei E-Mail mir meinen E-Mail-Provider aussuchen kann und trotzdem mit jedem anderen E-Mailen kann, sondern wenn ich messagen will, kann ich entweder WhatsApp haben, dann kann ich aber nur mit anderen Leuten die WhatsApp haben, ich kann Signal haben oder Telegram, aber ich kann immer nur innerhalb dieses privaten Bereichs sozusagen kommunizieren. Bei Messengers zum Beispiel gibt es seit, ich glaube, 20 Jahren offene Standards. Das ist technisch alles längstens da. Die Frage ist, setzt man sowas zum Beispiel politisch um? Und wir haben in Europa durchaus die Tradition zu sagen, Netze aufmachen, ich kann mir 20 Festnetzanbieter aussuchen, weiß nicht, die Westbahn fährt auf den Gleisen der ÖBB und das Netz ist offen, Gas, Strom, was auch immer. Und da stellt sich die Frage, bräuchte man sowas Ähnliches im Internet, bräuchte man so ähnliche Sachen und wie weit geht man dabei und wie regelt man das genau? Wo sind die Bereiche, wo man es braucht, wo braucht man es nicht? Aber ich glaube, dass viele von den Problemen derzeit eben daraus entstehen, dass ich als Nutzer eigentlich keine Wahl habe. Also selbst wenn die Leute Facebook hassen, wo sollen es denn sonst hingehen, weil alle Leute sind de facto dort. Also ich kann auf Diaspora, das war mal so ein offenes, schönes, tolles Facebook, kann ich meinen Account aufmachen, dann ein Foto hochladen und der Einzige, der es liken wird, ist, bin ich selber. Dann like ich mich selbst und dann gehe ich wieder zu Hause. Ne? Also das ist nicht die Idee von einem sozialen Netzwerk. Man müsste halt Sachen dementsprechend aufmachen. Letzter Gedanke. Ich glaube, was wir haben, ist, dass wir eben was tun müssen, anstatt nur zu jammern. Und ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum ich da irgendwie an Popularität gewonnen habe, ist, jeder hat gejammert über den ganzen Themenbereich. Und wenn aber irgendjemand gesagt hat, na, dann machen wir mal eine Anzeige und schauen wir mal, was passiert, dann war das auf einmal ein medialer Wusst, das war auf der Titelseite von der Bild-Zeitung, was weiß ich. Und das zeigt ja, wie absurd es ist. Also wenn sie einfach irgendjemand, was nicht, eine Anzeige gegen die Telekom wegen irgendwas machen würde, würde es keinen jucken, das wäre in keiner Zeitung. Aber in dem Themenbereich, wir haben damals eben beim EuGH gewonnen, und das ist das Foto davon, da war eine Traube von, ich glaube, 50 Journalisten vor einem. Und es war das Medienevent, es war die Lead-Nachrichten von der
Tagesschau, über BBC, über Österreich sowieso, weil da kommt die rot-weiß-rote Flagge noch oben drauf gesteckt. Aber das zeigt eigentlich, wie wenig da gemacht wird und wie sehr man auch was tun könnte. Und ich glaube, dass das für mich das Spannendste war, nicht unbedingt jetzt im Einzelfall da zu gewinnen, sondern auch zu zeigen, man kann was tun, man muss es nur angehen. Und ich glaube, da gibt es dieses Ressortiment in Europa allgemein so nach dem Motto, wir kennen uns nicht aus, das ist alles in den USA, das ist weit weg und wir können nichts tun. Und ich glaube, das war der Hauptgrund, warum das medial aufgespielt ist, weil man eben gesehen hat, man kann da doch auch was tun. So viel ein paar Gedanken zur Einleitung und ich hoffe, dass wir dann tief ins Gespräch reinkommen. Herr Schrems, ich fange mit einem Zitat aus dem Stern an, vor anderthalb Jahren. Da heißt es, die Idee, dass Informationen in Wort und Bild aus dem Privatleben gewöhnlicher Menschen millionenfach gesammelt und systematisch zu Dossiers angelegt werden, wäre bis vor kurzem noch als Paranoia abgetan worden. Und dass sich Netzprovider und Internetfirmen zu Hilfs-Sheriffs der NSA degradieren lassen, hätte sich erst recht niemand vorstellen können. Ich bleibe bei dem Stichwort Paranoia. Das habe ich auch in Ihrem Buch gefunden. Da gibt es ein Kapitel, das heißt, man könnte paranoid werden. Waren Sie manchmal an der Kippe? Nein, ich ignoriere es zu Tode, witzigerweise. Ich glaube, wenn man wirklich anfängt, sich bei jedem Ding zu überlegen, was theoretisch da alles möglich wäre, dann muss man in die Höhle zurückgehen und sagen, man ist offline und irgendwie wird zum Einsiedler oder sowas. Und ich glaube, genau das soll ja nicht passieren. Die Idee ist, also ich bin zur Erklärung der Mensch, der sich, glaube ich, am meisten Geld für Handys und Laptops ausgibt, so grob gesagt. Das ist das Einzige, wo ich sinnlos Geld ausgebe. Und das ist das Spannende, dass die meisten, die sich mit Datenschutz und mit den Dingen auseinandersetzen, eigentlich selber programmieren können, die Sachen verstehen und sozusagen Fans sind der Technologie. Und ich glaube, dementsprechend müssen wir auch, muss der Weg vorwärts sein, nicht sozusagen Panik zu haben und offline zu gehen, sondern sagen, wie können wir das so lösen, dass ich im Großen und Ganzen, hundertprozentig geht nie, aber im Großen und Ganzen sicher sein kann, dass wenn ich online bin, ich nicht permanent überwacht werde, nicht jeder Klick ausgewertet wird und dementsprechend morgen meine Versicherung rauf oder runter geht oder sowas. Wie viel nützen Sie eigentlich selber Facebook? Wenig. Facebook nutze ich aber hauptsächlich deswegen weniger, weil es inhaltlich banal worden ist. Also ich glaube, Facebook hat ein Inhaltsproblem derzeit hauptsächlich. Und es hat sich auch massiv die Nutzung geändert. Früher haben die Leute ja sozusagen hauptsächlich persönliche Sachen postet. Also zumindest in meinem Freundeskreis hat sich das massiv geändert, dass halt Artikel solche Sachen geändert werden. Ich bin inzwischen, das ist aber in Österreich eher Minderheitenprogramm, ein totaler Twitter-Fan, weil man all in meinem Themenbereich Datenschutz und Co., die oder auch juristische Sachen, politische Dinge, die Urquelle einen Tag vor den normalen Nachrichten bekommt. Und dementsprechend finde ich das für die Sachen relevanter. Ich glaube, viel ist halt auch einfach in den direkten Chat abgewandert in Richtung WhatsApp und Co. Und ich habe zum Beispiel 1,5 Jahre mal kein WhatsApp gehabt, weil es mir einfach hauptsächlich deswegen auf die Nerven gegangen ist, weil die Leute ist Fahrt und sie schreiben da den ganzen Tag. Und irgendwie bei SMS haben sie mehr Grund noch zu überlegen, ob es das jetzt wichtig ist oder nicht, aber auf WhatsApp, da überschwemmt es dich. Ja. Und es ist dann aber der Punkt erreicht, wo einfach Leute da sagen, na, deine Telefonnummer stimmt nicht, weil ich kann dich auf WhatsApp nicht finden. Und da ist einfach irgendwann einmal der Druck, wo es das haben muss. Also jetzt habe ich es halt wieder. Ich habe halt dann die Gewohnheit, Leute auch mal auf stumm zu schalten. Das geht da zum Glück recht gut. Aber ich glaube eben, die Lösung von all dem ist nicht zu sagen, ich gehe offline oder ich verwende die Dinge nicht, sondern die Sachen sozusagen zumindest mal rechtskonform zu bekommen. Und gut, gehen wir es von vorne an. Sie spannen gleich den ganzen Bogen für die nächste Stunde. Gehen wir es von vorne an. Es war, wenn ich es recht verstanden habe, als Sie begonnen haben, mühsam Ihre eigenen Daten zu kriegen, obwohl Sie darauf an sich ein garantiertes Recht haben. Mittlerweile Ihnen folgend gibt es ja viele Tausende, die an Facebook das Ansuchen stellen, ihre Daten zu kriegen. Da hat sich, nehme ich an, bei Facebook etwas geändert, weil mittlerweile müssen die das rausgeben. Oder nein, gibt's was da sich Probleme? Geändert hat, ist, dass sie noch weniger Daten rausgeben als vorher. Also diese gesamte Geschichte blüht vor lauter Skurrilitäten. Ich habe damals ein Paper mal zu Facebook schreiben sollen auf meiner Uni in den USA und habe gesagt, na gut, wenn man sich über was aufregt, dann wenn dann qualifiziert und mit Inhalt.
Und dementsprechend wollte ich einfach eine Kopie dieser Facebook-Daten. Es gibt in Europa eben das Recht auf Auskunft, dass ich eine volle Kopie aller Daten bekommen kann von jedem Unternehmen. Also wenn Sie mal wissen wollen, was Ihre Kundenkarte genau speichert, dann schreiben Sie und fragen Sie nach. Einmal im Jahr gratis. Und das haben wir mit Facebook gemacht. Und ich habe damals einen Bruchteil der Daten bekommen. Wir haben die damals auch online gestellt, weil einfach ganz viel gelöschte Daten drinnen waren, diese ganzen Geschichten. Und dann ist das durch die Medien gegangen und haben 40.000 andere Leute auch mal ein Briefchen an Facebook geschickt und gesagt, sie hätten auch gern mal die Daten. Und Facebook hat dann die Daten de facto einfach nicht mehr rausgegeben, sondern die haben jetzt ein Download-Tool, wo man sich die Daten anscheinend runterladen könnte. Das Problem ist aber, dass dort nur die, eben wieder nur das Frontend, nur das, was man am Bildschirm sieht, runterladbar ist. Alle die spannenden, juicy Sachen, die im Hintergrund sind, die geben sie nicht her. Jetzt kann man sich theoretisch bei der irischen Datenschutzbehörde beschweren. Die schickt dann aber ein E-Mail zurück, wo mehr oder weniger drinnen steht, get lost. Und tun de facto nichts. Und ich müsste jetzt als Einzelbürger da mühsam Facebook klagen und tun und machen. Das, de facto halten sie sich schlichtweg an dieses Auskunftsrecht nicht und kommen damit davon. Und das zieht sich ziemlich durch. Wobei, auch hier gibt es diese Datenschutzgrundverordnung. In einem Jahr müsste ich da nicht mehr nach Irland tingeln, sondern kann zu meiner österreichischen Datenschutzbehörde gehen. Die muss dann Druck auf die irische Behörde ausüben. Und dem Druck einer anderen Behörde ist ein bisschen schwieriger zu widerstehen als von irgendeinem dahergelaufenen. Ja. Und dann könnte sowas vielleicht auch funktionieren. Wobei, wenn ich es recht verstehe, Sie haben zunächst einmal geklagt, weil Facebook die gelöschten Daten von Ihnen noch immer drinnen gehabt hat, was Sie nicht hätten dürfen. Und weil außerdem, wie Sie auch gesagt haben, über andere Personen, die gar keine User von Facebook sind, die kommen auch vor, also diese Schattenprofile, von denen Sie gesprochen haben, die dann entworfen werden. Das heißt, dass es wirklich sehr schwer ist, auch wenn ich gar kein User von Facebook bin, dem zu entkommen. Und die Tatsache, dass über Sie einen damals unbekannten österreichischen Studenten 1200 Seiten vorgelegen sind, erhebt natürlich schon die Frage, wer ist da eigentlich paranoid, der Student oder Facebook? Naja, man muss das ja in Relation setzen. Die 1200 Seiten sind ja zum Beispiel einfach alles, was ich da jemals reingeschrieben habe. Ne? Die Seiten sind auch eine schlechte Art zu zählen, weil zum Beispiel jedes Foto circa eine Seite ausmacht, weil die ganzen Metadaten dann drunter dazukommen. Und ein Foto ist oft relativ banal und ist dann halt eine Seite, aber was ist der Informationsgehalt davon? Also man muss das schon, glaube ich, differenzieren, aber wenn man sich die Datenmassen anschaut und vor allem eben diese Daten im Hintergrund gesammelt werden, ohne dem Wissen von irgendjemandem, dann muss man schon sagen, dass die halt einfach meilenweit zu weit geht. Das ist ja auch in Europa alles geregelt. Es gibt zum Beispiel ein im Gesetz das Prinzip der Datensparsamkeit. Also Daten, die nicht mehr notwendig sind, müssen gelöscht werden. Wenn die Daten gelöscht worden sind vom Nutzer, sind es wohl nicht mehr notwendig. Datenverarbeitung muss auch fair sein. Das ist immer so ein Begriff, wo man nicht genau weiß, was es ist. Aber wenn ich auf Löschen drücke, dann steht groß, alles ist gelöscht und nachher ist gespeichert, wird es wahrscheinlich nicht fair sein, was ich da tue. Also es gibt für all das Regeln. Die Grundproblematik, die wir haben, ist dann eben die Durchsetzung. Und da ist es so, dass wir die großen Konzerne derzeit in Luxemburg und in Irland sitzen haben aus Steuergründen. Und die beiden Behörden sehen es halt, oder die beiden Staaten sehen es als einen Standardvorteil, europäisches Recht nicht durchzusetzen. Das zieht sich auch über Datenschutz hinaus, das haben wir auch bei der Bankenregulierung in Irland und so weiter gehabt. Das ist ja ein allgemeines Theme. Und da ist jetzt wieder der Bogen ein bisschen außerhalb eigentlich vom Datenschutz, sondern die Frage, haben wir einfach Mitgliedstaaten, die sich nicht an unsere gemeinsamen Prinzipien halten? Und das trifft da im Datenschutz halt relativ heftig zu. Das hat man jetzt mit dieser Datenschutzgrundverordnung eben probiert zu regeln, dass bilaterale Fälle dann von beiden Behörden bearbeitet werden und auch es einen europäischen Prozess gibt. Und da war permanent sozusagen immer Irland der Musterbeispiel. Also in allen Diskussionsdokumenten, wenn man die dann durchsetzt, dann kommt immer, ja, aber der Schrems ist doch nach Irland gegangen, da hat das nicht funktioniert, da brauchen wir doch jetzt irgendwas. Und das war eigentlich das Spannende bei dieser ganzen Geschichte, weil bei dieser ersten Beschwerdewelle, also das war 2011, da habe ich, ich glaube, es waren 22 Beschwerden, das hört sich jetzt noch ganz viel an, die Idee wird, einfach jeden Button in eine Beschwerde zu schreiben, sodass es einfacher ist für die Behörde zu bearbeiten. Das hätte man auch einfach in eine 50-Seiten-Beschwerde reinschreiben können. Aber auf jeden Fall das Spannende dran war ja auch, dass das nicht funktioniert hat. Und damit hat man zeigen können, wir haben zwar unsere Grundrechte irgendwie am Papier stehen, aber wenn dann mal jemand hingeht und anklopft und sagt, ich hätte ganz gern, dann funktioniert es nicht. Und das war für mich auch spannend, sozusagen da öffentlich nicht weiterzukommen.
Vor allem, wenn man es persönlich nicht ernst nimmt. Also der Schlüssel zu dem Ganzen war, sich zurücklehnen und das Ganze mit größtem Amusement irgendwie zur Kenntnis zu nehmen, was da passiert, und eher als Spiel zu sehen, als sozusagen Schachspiel, als wieder jetzt persönlich tief emotional sich zu denken, oh, das ist gemein und das ist böse, was die tun. Und das war eigentlich, glaube ich, für die erste Runde das Positivste, dass genau dann eben dieser Reformprozess in der EU auch war. Und ich glaube, ich war einmal im Monat im EU-Parlament, um zu erklären, was alles nicht funktioniert. Und das macht dann auch viel Spaß. Und das war auch das Spannende, dass das nicht in der Lage sein, Sachen durchzusetzen, wenn man alles nach Irland fliegt und das alles macht und anklopft und sagt, da wäre ich jetzt, dass das eigentlich auch relativ hilfreich war, sozusagen auf die längere Frist. Hängt das weg. Auch damit zusammen? Irland, wie wir wissen, ist ein Steuerparadies für die größten multinationalen Konzerne, ist auch ein absolutes Antidatenschutzparadies, so kann man es sagen. Und ganz offensichtlich ist es so, dass die irische Datenschutzbehörde, die habe ich einem Interview mit Ihnen entnommen, weder einen Techniker noch einen Juristen hat. Damals hatte, jetzt haben Sie, nachdem das in allen Medien waren, haben sie jetzt doppelt so viele Personen bekommen. Also das Beste, was denen passiert ist, dass ich sie mal geklagt habe, weil das war der Republik Irland anscheinend so peinlich. Die waren in so einem kleinen Ex-Supermarkt im ersten Stock oben mit 20 Leuten, hat aber keiner Jurist und keiner Techniker. Mir ist einmal geflüstert worden, der Chef war früher Diplomat und den hat man dann aus dem diplomatischen Dienst entfernen müssen aus einer diplomatischen Verwicklung heraus. Und dann hat man ihm gesagt, nein, jetzt bist du Datenschutz-Commissioner, jetzt stößt du dahin. So wird man halt diese Jobs. Und das Spannende war, ich habe damals ein Foto gemacht von dieser Datenschutzbehörde in diesem Eck-Kapuff da drüber. Und wenn ich was gelernt habe, wenn man irgendwas in Irland weiterbringen will, dann ist es, sie müssen ihr Gesicht wahren. Und die Gesichtwahrung war mit diesem Eck-Lokal nicht mehr möglich. Jetzt hat es, glaube ich, vor einem Jahr oder sowas eine Presseaussendung gegeben vom irischen Justizminister, dass die Datenschutzbehörde jetzt in Irland eine neue Heimat gefunden haben. Und in dieser Presseaussendung steht einfach nur ganz lang, wie viktorianisch und schön und toll dieses Gebäude ist, was die bekommen haben. Also es steht einfach ganz groß, nicht mehr über einem Supermarkt-Rufezeichen. Das heißt, eigentlich müssten die dort eine Tafel anbringen. Wir danken. Ja, eigentlich sollte das Schrems-Gedenkhaus werden. Ja, ich bin voll der Meinung. Und die haben, aber das ist das Spannende, wenn man das in die Öffentlichkeit bringt und sagt, Schatz, da sitzen 20 Leute, davon ist keiner Jurist und keiner Techniker und die sollen jetzt Google und Facebook managen, das ist ja vollkommen absurd. In Irland hat man sich natürlich nicht besonders beliebt gemacht damit, aber international hat das dann doch so viel Druck gemacht, dass man jetzt zumindest das Gesicht wahrt und die haben, glaube ich, seit 20 Leuten jetzt 40 Leute angestellt und zum Vergleich die österreichische Datenschutzbehörde, Österreich ist doppelt so groß wie Irland, hat weniger Leute. Also sie probieren jetzt zumindest nach außen hin das Gesicht zu wahren. Aber tatsächlich ist es so, dass die irische Datenschutzbehörde gemeinsam mit Facebook und gemeinsam, wenn ich es recht verstehe, mit der amerikanischen Regierung das größte Interesse hat, das Verfahren zu verzögern. Das auf jeden Fall. Also das hätte ich total unterschrieben bis vor einem Monat oder sowas. Das war einfach jetzt längste Zeit, war einfach verzögern, verzögern, verzögern. Wir haben ja beim EuGH dann gewonnen, diese ganze Safe Harbor-Kiste. Also da geht es dann um NSA-Überwachung, das ist noch ein ganz anderes Thema wie das vorher. Auf jeden Fall, das ist... Erst haben sie gesagt, die Beschwerde ist unzulässig und frivol. Meine Rechtsmeinung wäre frivol. Ich habe eine gewisse Tendenz, ganz gern frivol zu sein. Aber in dem Fall war es einfach Mainstream-Meinung. Also es war die Meinung von der EU-Kommission, vom EU-Parlament. Das war sowas von Mainstream. Mehr Mainstream ist gar nicht gegangen. Und haben trotzdem gesagt, das ist sozusagen ein bisschen so gallisches Dorf. Alle haben Unrecht, nur wir haben Recht. Und haben dann geglaubt, damit ist das sozusagen erledigt. Und ich habe mir halt den Spaß gemacht, dann zu sagen, na, dann klagen wir halt einmal die Behörde. Das kostet in Irland ein paar hunderttausend Euro, wenn man es verliert. Aber das hat man zum Glück mit Spenden und so weiter recht gut managen können, was auch super war, weil einfach wahnsinnig viele Leute gespendet haben. Und das Ganze ist dann zum EuGH gegangen, da haben wir gewonnen, jetzt ist wieder zurück zur Datenschutzbehörde gegangen und nach 7 Monaten haben sie beschlossen, sie müssen mich verklagen und Facebook, weil sie jetzt wieder eine Frage haben, die sie wieder dem EuGH vorlegen müssen, was eine reine Verzögerungsstrategie war, weil das dauert halt wieder 3 Jahre oder sowas. Ne? Spannend war es, wir haben jetzt eine Woche, also einen Monat, es läuft noch, morgen ist der letzte Verhandlungstag, ich war jetzt 5 Wochen in Dublin und war nur mit dem Beschäftigter. Verhandlung gehabt und da hat sich jetzt die irische Behörde auf einmal bewegt in Richtung gegen US-Regierung und gegen Facebook. Ich glaube, dass die, und das glaube ich zum großen Teil ist auch der öffentliche Druck, dass die jetzt einfach zeigen müssen, dass sie nicht die nur schützen,
Und da sind sie jetzt witzigerweise, sind wir inhaltlich vollkommen einer Meinung. Also meine Anwälte und die irische Datenschutzbehörde sind gerade auf dem größten Schmusekurs da in diesem Gerichtssaal ever, was eine wunderbare Veränderung war. Es dauert nur. Aber es dauert, ja. Aber Sie haben das Geld gerade angesprochen, respektive Sie haben gesagt Spenden. Die Frage, es läuft ja nach wie vor die Sammelklage gegen Facebook, da haben 25.000 sich beteiligt. Ich habe gelesen, ich glaube 70.000 oder so, wir stehen auf der Warteliste. Für die hier Anwesenden oder wen immer, gibt es eine Möglichkeit, sich an der Klage zu beteiligen? Gibt es eine Möglichkeit, sich finanziell zu beteiligen? Oder ist das jetzt für Sie geregelt, sodass Sie sich da keine speziellen Sorgen machen müssen, dass der Privatkonkurs bevorsteht? Ja, nein, ich habe prinzipiell, muss man vorab sagen, ich habe den Luxus, sozusagen familiär so weit abgedeckt zu sein, dass ich nicht sozusagen permanent Panik haben muss vor allen Sachen. Und ohne dem wäre das auch nicht möglich gewesen, das alles zu machen. Dieser Prozess in Irland. Ja, in Irland reden wir gerade über 7 bis 8 Millionen Euro, wer es verliert. Ihre Familie auch nicht leisten wollen. Na, das wäre doch über ein Budget. es gibt 3 verschiedene Verfahren am Ende. Das eine war sozusagen Safe Harbor vom EuGH, das haben wir gewonnen, da kriegen wir alle Kosten von der anderen Seite zurückbezahlt, das war crowdgefundet. Mhm. Die Leute, die da gespendet haben, die Spendenseite ist inzwischen geblockt, weil wir einfach, de facto habe ich mehr Geld gespendet bekommen, als wir gebraucht haben. Also wir haben dann schon überall die Buttons weggemacht, weil schon mehr Geld gekommen ist, als wir gebraucht hätten, was sehr angenehm war. Das ist so geregelt, dass die Leute, die gespendet haben, sich aussuchen können, ob sie entweder das Geld zurückhaben wollen im Gewinnfall, das heißt, die kriegen das dann dementsprechend alles wieder zurücküberwiesen, beziehungsweise wird es weiter gespendet an einen ähnlichen Zweck für die Leute, und ich glaube 90% der Leute haben gesagt, spendet es weiter, aber die größeren Summen sind meistens, also es ist mehr als 90%, was zurückzahlt wird, weil der größeren Summen, das hat gerade Leute gegeben, die haben 1.000, 2.000 Euro gespendet, die haben natürlich gesagt, ja, wenn es nicht notwendig ist, hätte ich ganz gerne wieder zurück. Aber da bleibt relativ viel übrig, das wird eben so einer ähnlichen Sache gespendet. Der Fall ist abgeschlossen, der ist gesettelt. Nur damit man eine Dimension hat von den Kosten in Irland, von den Prozesskosten. In Irland gibt es keine Prozesskostenhilfe, keine staatliche und auch keine Prozesskostenlimitierung. Das heißt, am Ende sagt dann irgendein Richter, ja, 300 mit 1.000 war schon gut für das Verfahren. Das Safe Harbor Verfahren war in Wirklichkeit 3 Verhandlungstage, 2 in Irland, einer vom EuGH. Und meine Anwälte kriegen wahrscheinlich so 200.000 bis 300.000 Euro dafür von der Datenschutzbehörde in Irland. Also man sieht, was für absurde Summen man in Irland braucht, um als Normalbürger klagen zu können. Deswegen kann einfach normalerweise niemand klagen und auch kleine Unternehmen können es sich nicht leisten. Deswegen war das eben in diesem Crowdfunding notwendig. Bei dem Verfahren war es so, dass der irische Richter erstmalig, ich habe gesagt, ich gehe nicht oder ich ziehe das Ganze zurück, wenn ich keine Prozesskostenlimitierung bekomme. Das gibt es in Großbritannien. In Irland gibt es das offiziell nicht, aber weil es Case Law ist, hat dann dieser Richter den ersten Protective Cost Order der Republik Irland mir gegeben. Meine Anwälte haben gesagt, bist wahnsinnig, der sagt sicher nein. Ich habe gesagt, der würde es dem EuGH vorprügeln und ich werde mich einfach hinstellen und sagen, entweder wir ziehen den Stecker oder ich kriege eine Prozesskostenlimitierung. Der Gamble ist aufgegangen, der hat dann gesagt, gut, Prozesskostenlimitierung 10.000 Euro, wir haben 70.000 Euro gespendet bekommen, also waren wir 7-fach überdeckt, das war dann recht schön. Das ist Verfahren 1. Dann gibt es die Sammelklage in Wien. Die ist finanziert über einen Prozesskostenfinanzierer, das ist die Roland in Köln, die zahlt praktisch alle Kosten und im Verlustfall übernimmt die auch alle Kosten, deswegen ist es für die Teilnehmer kostenfrei. Gut. Im Erfolgsfall kriegen die 20%. Ja. Also es ist praktisch eine Versicherung auf den Fall, wo ich vorab weiß, ich kriege halt statt, und das ist ja im Datenschutz das Spannende, ich habe ja keinen effektiven Schaden, ich habe einen emotionalen Schaden, also wir klagen da 500 Euro pro Nase ein. Eben den Benchmark, den es gibt vom EuGH, ist 750 und wir haben gesagt, wir bleiben drunter, obwohl das, was Facebook macht, viel mehr ist als wie dieser Fall beim EuGH, den es gegeben hat. Um einfach zu sagen, es geht nicht ums Geld hier, sondern es geht darum, dass man Recht durchsetzt und so eine Sammelklage baut. Ich kriege bei der Sammelklage genau 0 Euro, also ich kriege genau das Gleiche, was alle anderen auch bekommen. Ich kriege halt meine 500 Euro minus Kosten, was auch immer. Ich kriege aber alles, was ich da arbeite, ist unbezahlt. Und das ist sozusagen die Finanzierung von der Geschichte. Und jetzt, das, was jetzt gerade läuft in Irland, das ist eben die Sache, wo mich dann die Datenschutzbehörde geklagt hat, das ist die Retourkutsche für Fall 1. Und Fall 3, da war es so, dass wir mit der Datenschutzbehörde und mit Facebook übereingekommen sind, dass sie gegen mich keine Kosten geltend machen. Das heißt, meine Anwälte arbeiten auf No Win, No Fee, wenn wir gewinnen, was wir zu 90% wahrscheinlich halten, vor allem nach den letzten 5 Wochen, weil da ist Facebook praktisch zusammenbrochen vor Gericht.
kriegen die von der anderen Seite bezahlt und sonst kriegen sie gar nichts. Alles klar. Das ist eine lange Erklärung, aber es ist alles sehr kompliziert. Ja, drehen wir es um. Das Geld, das Facebook kassiert, zunächst einmal die Informationen, die sie gesammelt haben und die Profile, die sie entwickeln, das ist hochinteressant für die Werbung, ganz bestimmt Konsumverhalten, politisches Verhalten ist hochinteressant für die NSA, Krankheiten sind interessant für Versicherungen, Sexualität ist immer interessant. Und im Zweifelsfall kann man immer noch jemanden blackmailen damit. Ja, richtig, für Erpresser oder wenn immer, zahlen die alle an Facebook. Also zahlen zum Beispiel auch die NSA nach. Die NSA muss nach amerikanischen Gesetzen eine Aufwandsentschädigung an Facebook zahlen, ja. Aber das ist sozusagen in der Höhe von dem, was das System aber für interessant kostet. Ist die Werbung? Interessant ist, ich glaube, dass man heute, wir sind noch hauptsächlich bei Werbung, aber was man sagen muss, wo wäre ich, wenn man sagen, Information ist Macht, so als Grundidee, dann kann ich mit dieser Information, die mir zum Beispiel in einer Verhandlung einfach eine stärkere Machtposition gibt, wahnsinnig viel Geld machen. Typisches Beispiel ist, die Flugindustrie hat überlegt, Flüge nicht mehr sowieso zu pricen, wie das alles schon mit extra Gepäckgebühren und was weiß ich und den ganzen Schaß, den es gibt, sondern man soll vorab seine Identität bekannt geben müssen. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Webseite von Ryanair gehe, muss ich sagen, ich bin der Max Schrems, Geburtsdatum sowieso, bla bla bla. Und dann kriege ich einen personalisierten Preis. Und wenn es die wissen, der ist meistens, wenn er herumfliegt, auf Vortragsreise und das zahlt meistens wer anderer, dann wird mein Flugticket tendenziell 500 Euro kosten. Dann wird es teurer. Weil die wissen, der wird sicher nicht einen Tag früher fliegen, der muss genau zu dieser Uhrzeit dort sein, ergo 500 Euro pro Ryanair-Mittelsitz ohne Gepäck. Wenn die wissen, das ist die Susi, die Studentin ist und sowieso kein Geld hat und jetzt irgendwie jederzeit fliegt, dann wird die dem Flieger, den gleichen Flieger für 20 Euro bekommen, zum gleichen Zeitpunkt. Und das ist ja ein relativ einfaches Beispiel, das ist dann nicht durchgegangen, aber das war der Plan teilweise von der Airline-Industrie, sowas zu machen. Und da sehe ich, wie viel Geld, also da ist Werbung im Vergleich, was ich aus persönlichen Daten für Werbung machen kann, ein Schaß im Vergleich zu dem, was ich bei jedem einzelnen Verkauf dann mehr Geld machen kann. Und das Spannende ist, dass es eigentlich das zusammenbricht, was wir als freien Markt sehen. Die Idee ist ja, oder die Grundidee oder das Märchen des freien Markts ist ja, wir haben 1000 Anbieter, 1000 Nachfrager und dementsprechend bildet sich der ideale Preis und wir haben einen Marktpreis und so weiter. Wenn jetzt jede Transaktion personenbezogen ist und spezifisch ist, gibt es keinen Marktpreis mehr. Dann gibt es einen sozusagen, ein Amerikaner hat das mal in einem anderen Zusammenhang sehr schön gesagt, das ist dann so, wie die Temperatur, ich mache Flugzeugbeispiel die ganze, wie die Temperatur von Airlines gewählt wird. So kalt, dass da am Arsch geht, aber gerade nicht kalt genug, dass du dich aufregst drüber. Ne? Und so wird dann die Preisbildung zu sein. Also so weit zu gehen in jedem Einzelfall, wo ich sage, der will sehen das gerade. Ne? Die und Tendenz insgesamt etwa im Verkehrswesen, Flugzeuge, bei der Bahn geht es ja tendenziell auch in die Richtung. Das kann man beim Bilder machen. Sehen Sie die Tendenz, dass sich zumindest im Verkehrswesen einmal der Marktpreis auflösen wird? Das ist eine mögliche Konsequenz davon. Das ist technisch möglich. Ne? Die Frage ist, lasst man das zu, will man das? Wer gewinnt davon, wer verliert davon? Es gibt ja jetzt schon so Sachen. Also ich persönlich halte das für einen ziemlichen Horror. Ich auch, ja. Also wenn Sie den Chef von der Metro fragen, der findet es super wahrscheinlich. Ne? Weil es null Verlässlichkeit gibt. Ja. In dem Bereich. Ja, gut, da hat mich. Aber das Gegenargument, nur um sozusagen jetzt das Gegenargument zu bringen, die sagen: Naja, normalerweise, wenn Sie jetzt Handwerker sind, gibt es auch keine Preistabelle. Und wenn ich sage, richten Sie meine Gastherme her und das ist irgendwie ein Luxushaus, dann denkt sich der 300 Euro Gastherme herrichten. Gut, und wenn es jetzt sozusagen in der Plattenbausiedlung ist und irgendwie abfuckt, sagt er für 50 Euro, weil sonst schickt sie mir jeder an und seit Gastherme geht in Luft am Ende. Ne? Also das Gegenargument von der Industrie ist, das ist ja nichts Neues. Ne? Es gibt einen Rahmen. Es gibt einen Rahmen. Wenn der Installateur ja zu mir Meinung, kommt, wenn ich das Auto zum Service bringe, in dem Fall geht jede kalkulierbare Verlässlichkeit verloren. Absolut, ja. Gut, jetzt kommen wir zu einem zentralen Argument in dem Zusammenhang. Das heißt, die User sind ja selber eingestiegen
in dieses System. Und mittlerweile sollten die Nutzer von Facebook etwa auch nicht mehr so naiv sein, nicht zu wissen, dass mit ihren Daten etwas geschieht. Es hat genügend Warnungen gegeben. Es ist ja nicht nur Ihre Geschichte, sondern allgemein den jungen Leuten sagt man ja immer wieder, passt auf mit den Fotos, die ihr da reingebt und so weiter. Das heißt, in dem Zusammenhang würde ich schon auch sagen, diese Naivität, die es anfangs gegeben hat, die ist einfach nicht mehr erlaubt. Das kann man auch denen sagen, die Facebook nutzen. Ich glaube, es gibt zwei Ebenen. Also ich glaube, dass man das auseinander dividieren muss. Es gibt die Sache, poste ich mein nacktes, besoffenes Spaßvideo online und bewirb mich 3 Tage später auf einen Job, dann bin ich vollkommen in der Selberschuld-Fraktion. Die andere Sache ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, aus meiner Familie, bin mit meiner, weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber ich bin mit Familienangehörigen Handyvertrag abschließen gegangen, weil der Burg kennt sich ja aus mit dem Kastl und da muss man ja mitgehen und so. Und gehe hin und dann heißt es, tut uns leid, mit Ihnen schließen wir keinen Handyvertrag ab. Und dann haben wir gesagt, wieso? Und es ist rausgekommen, Bonitätsdatenanbieter im Hintergrund. War eine Fehleintragung. Es hat einen Monat braucht, einen blöden Handyvertrag für 16 Euro im Monat abzuschließen. Das ist sozusagen dann das Gegenbeispiel. Und in dem Bereich, glaube ich, ist Datenschutz viel spannender. Also wir haben die Sache, was ist sozusagen offensichtlich deppert und was sonst noch im Hintergrund passiert. Und ich glaube, dass das, was im Hintergrund passiert, immer mehr bewusst ist. Also gerade Snowden war, glaube ich, da, das nenne ich immer das Tschernobyl des Datenschutzes, da war es irgendwie dann allen irgendwann einmal bewusst, dass da ein Problem ist. Dass wir aber ein Problem haben, heißt noch lange nicht, dass wir jetzt schon unbedingt im Lösungsmodus sind. Wir wissen zum Beispiel, dass Klimaerwärmung, also in den USA wissen wir es gerade wieder nicht, aber wir wissen, dass Klimaerwärmung ein Problem ist. Das heißt aber noch immer nicht, dass wir jetzt alle wissen, wir dürfen immer mit dem Auto fahren und ich fahre auch noch, bin mit dem 13a dahergekommen und habe wahrscheinlich auch ein kleines CO2-Wölkchen da fabriziert, auch wenn ich sozusagen prinzipiell der Meinung bin, das müssen wir ändern. Und ich glaube, das muss man auch sehen, dass, und das wird im Datenschutz immer sozusagen hervorgehoben, der Nutzer ist ja schuld. Und der muss ja wissen und so weiter. Und ich glaube, dass das nicht datenschutzspezifisch ist. Wir haben hunderte Probleme in der Welt, die uns alle bewusst sind. Ich weiß, dass wenn ich herumfliege, dass das eben CO2 macht. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich das nicht auch kritisieren kann an der gleichen Punkt. Und ich glaube, dass wir das im Datenschutz noch ein bisschen schwieriger machen. Man kann es wirklich nicht an den Nutzer abschieben, aber es muss in dem Zusammenhang, was man einfordern kann, ist ein gesteigertes Bewusstsein. Ja. Das, glaube ich, das konnte man vor 5 Jahren, das war ja auch das Zitat, das ich aus dem Stern vorgelesen habe, das konnte man, bevor Ihr Prozess begonnen hat, bevor Snowden aufgetreten ist, wusste man in dem Zusammenhang ein Stück weniger als jetzt. Das ist sicher so. Das andere ist, darauf haben Sie ja auch schon einmal hingewiesen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser Unternehmen sind so angelegt, dass sie einfach undurchschaubar sind, weil sich da durchzuwursteln und das dann zu verstehen, macht niemand. Das macht niemand außer als Jurist. Ja, außer es führt jemand Prozess gegen Facebook. Ja. Aber Sie haben ein schönes Beispiel in Ihrem Buch drinnen gehabt. Ein britischer Online-Shop hat in seine Geschäftsbedingungen hineingeschrieben und wer bei uns etwas bestellt, der verkauft dem Shop seine Seele. So wie bei Faust und Mephisto. Und die Leute haben alle unterschrieben. Weil nach einer Woche hat der Shop, glaube ich, aufgelöst und hat gesagt, sie haben kein einziges E-Mail mit nur einer Frage dazu bekommen. Also die waren, glaube ich, direkt demotiviert, wie kein Mensch das immer so. Nein, die haben das als Jux gemacht und haben das ausprobiert und es hat hervorragend funktioniert, weil kein Mensch diese Geschäftsbedingungen liest, weil er von Haus aus ahnt, da werde ich mich nicht auskennen. Ja, vor allem das andere ist, was machst du? Also das ist ja das viel größere Problem. Also ich meine, ich habe mir vor kurzem ein neues Handy bestellt, weil mein altes endgültig den Geist aufgegeben habe. Jetzt kann ich auf dem kleinen Bildschirm da, ich glaube, du hast 100 Mal swipen müssen, bis du am Ende warst von dem Ding. Jetzt kann ich mir theoretisch das alles durchlesen auf dem kleinen Bildschirm.
Und am Ende ist dann Ja oder Nein. Und wenn du Nein drückst, kommt eine Fehlermeldung und sagt, sie müssen Ja drücken, weil sonst dürfen sie ihr Handy nicht verwenden, was sie gerade für 500 Euro gekauft haben. Ne? Das heißt, selbst wenn ich es lese, bringt es mir nichts. Ich sage meistens den Leuten, unterschreibt es einfach, weil es ist eh ungültig. Also das Schöne ist ja, dass man in der EU AGB-Prüfungen haben und Regeln dazu, und das haben wir ja im Verbraucherschutz schon ganz lange, das ist ja gerade im Rahmen der AK nichts Neues, und wir haben das auch im Datenschutz sehr ähnlich. Es ist das Grundproblem, dass diese Unternehmen amerikanische Anwälte haben, die nach amerikanischem Recht AGB schreiben. Und nach amerikanischem Recht ist es so, dass ich nach, also hauptsächlich kalifornisches Recht, einfach nur sagen muss, was ich mit den Daten tue, und solange ich transparent bin, kann ich alles tun. Schönes Beispiel für diesen Zugang, und das nennen sie Notice and Choice, das ist so der amerikanische Zugang zu dem Ding. Schönes Beispiel, ich war in L.A. und habe mir dort ein Auto gemietet bei Hertz und trete an meine Fahrertür, und da ist dann ein so großes Label auf meiner Fahrertüre von meinem Auto geklebt. Und da ist gestanden, Achtung, das ist bekannt im Staat Kalifornien, dass in diesem Auto Sachen verbaut sind, die, oder Chemikalien verbaut sind, die krebserregend sind, die Fortpflanzung stören und eine ganze Liste von Sachen. Das ist Notice. Und dann ist die Choice, dass ich entweder mit dem Auto fahre oder zu Fuß gehe. Ne? Und so ähnlich ist es im Internet. Das ist der Zugang zum Datenschutz in den USA ist genau das Gleiche. Das nennen sie auch Notice and Choice. Und das ist halt nicht der europäische Zugang. Bei uns ist halt, wenn es wirklich krebserregend ist, wird es verboten oder halt nicht. Ne? Und das ist das Problem, dass die amerikanischen Unternehmen eben nach diesem Notice and Choice Prinzip vorgehen. Das heißt, umso mehr du reinschreibst in dieses Ding, wo einfach drinnen steht, wir tun was auch immer wir wollen, dann kannst du das Recht nicht brechen, weil du gibst dir das Recht selber. Wenn das Recht, was du dir selber gibst, heißt, du kannst tun, was du willst, dann kann dir keiner jemals klagen. Und so wären Datenschutz, also das ist die Logik hinter den amerikanischen Datenschutzpolicies. In Europa ist es so, dass eine Zustimmung nur dann gültig ist, wenn sie eindeutig, spezifisch, informiert abgegeben worden ist. Das heißt, die müssen nicht aufklären, was wirklich passiert und so weiter. Das heißt, die Möglichkeit, eine gültige Zustimmung zu erlangen in Europa, ist mit solchen Privacy Policies praktisch bei null. Das Problem ist abermals, es wird fast nicht durchgeklagt. Also es gibt in Österreich, wobei Österreich, glaube ich, eine Ausnahme ist, ich glaube, der VKI hat beim OGH inzwischen um die 10 Klauseln hochgejagt wegen Datenschutzzustimmungen. Und jedes Mal hat der OGH gesagt, ungültig. Also es ist in Österreich schon praktisch unmöglich, eine Zustimmung zu machen. Aber da haben wir deutlich strengere Regeln. Das ist wieder aber der Punkt, wenn nicht geklagt wird, machen sie es weiter so wie bisher. Ne? Aber das ist eben Notice and Choice versus europäisches Zustimmung gilt nur dann, wenn du wirklich sagst, ja, ich will. Also die haben zum Beispiel bei der NSA-Überwachung gesagt, naja, sie haben ja zugestimmt, dass die Daten in die USA gehen. Ich sage, na, wenn sie eine gültige Zustimmung für NSA-Überwachung haben wollen, müssen sie draufschreiben, alle Daten, die sie hier eingeben, gehen direkt an die NSA und ans FBI, und dann muss die Zustimmung ja freigegeben werden. Also es muss Ja und Nein als Möglichkeit geben. Das, ne? Das ist eher unwahrscheinlich. Richtig. Und ich kann mich erinnern, gelesen zu haben, dass Mark Zuckerberg vor einigen Jahren in einem Interview ausdrücklich gesagt hat, es gebe keine Kooperation zwischen Facebook und NSA. Das heißt, da hat er glatt gelogen. Ja, ja, aber das müssen sie ja. Das ist gesetzlich. Also erstens stellt sich die Frage, es ist so. Wir haben den größten Spaß gehabt. Wir haben jetzt in Irland einen Zeugen gehabt, der ist US-Professor und hat eine Security Clearance, und der hat über Top Secret, gibt es noch eine höhere Security Clearance, und die hat er gehabt. Und der hat uns dann erzählt, wie das die Amis genau machen. Und ich habe zu meinem Anwalt gesagt, die erste Frage ist, sie müssen eh lügen. Also wenn wir sie fragen, tun sie das, müssen sie nach amerikanischem Recht sagen nein, weil sonst gehen es 10 Jahre in Häfen. In Irland ist übrigens Lügen vor Gericht kein Straftatbestand, ergo ist die Entscheidung relativ einfach. Ne? Und damit war der als Zeuge disqualifiziert in Wirklichkeit, weil wenn einer lügen muss, dann ja. Dann stellt sich aber die zusätzliche Frage bei den Facebook-Leuten, wer davon weiß überhaupt was? Weil innerhalb von dem Unternehmen dürfen nur ganz wenige Leute überhaupt davon wissen, dass es diese Schnittstelle gibt und dass es diese Überwachung gibt. Gut, aber Zuckerberg zumindest sollte es eigentlich wissen. Ich gehe davon aus, dass er es eher nicht weiß, weil ich glaube nicht, dass der eine Security Clearance hat, die hoch genug ist. Und wenn ich CEO von so einer Firma bin, dann sage ich lieber, ich weiß nichts davon. Interessante Theorie. Also, ja, also vielleicht weiß er es indirekt, weil sie es ihm gesagt haben, aber offiziell gehe ich mal davon aus, dass der gar nichts weiß. Weil offiziell kann er sich abputzen und sagen, das war wunderbar. Das ist schon klar. Ich habe den größten Spaß gehabt beim, jetzt hat EU-Parlament. Er weiß auch nicht, warum die NSA regelmäßig Geld überweist.
Weil das tut sie ja. Auch das ist alles in Sonderbudgets und so weiter. Also das, gut, das lässt sich ja gut genug verstecken. Da tun bei uns Unternehmen ganz andere Sachen verstecken, ohne irgendeine NSA-Involvierung. Plastiksackerl und Großmütter und was weiß ich. Gut, gut. Noch ein Argument, das wir immer wieder hören, das ich, füge ich gleich hinzu, ganz besonders dumm finde, nämlich, aber es kommt häufig vor, nämlich, hast du denn etwas zu verstecken? Ich finde dieses Argument deswegen so besonders dumm und vor allem auch so besonders unangenehm, weil es unmittelbar aus dem Vormärz stammt, das heißt aus der Zeit, bevor der Metternich verjagt worden ist, und weil es vollständig ausklammert, dass es so etwas wie ein bürgerliches Selbstbewusstsein gegeben hat, das im 19. Jahrhundert dann die Privatsphäre für sich erobert hat und ganz genau weiß, dass es, wie wichtig die ist, und weil ich auch niemanden unter Ihnen wünschen würde, dass sein Leben so langweilig ist. Das ist immer mein Hauptargument. Dass er nie was zu verbergen hat. Also, das heißt, wenn mir irgendjemand sagt, ich habe nichts zu verbergen, dann sage ich immer, Beileid zu Ihrem langweiligen Leben. Ja. Das ist zwar böse zu sagen, aber es ist im Moment einfach spannend. Gut, gut. Also da sind wir uns sehr schnell einig. Jetzt habe ich aber in dem Zusammenhang noch eine Frage, weil wir beim Verbergen. Das Spannende, darf ich dazu ganz noch einhaken. Ich glaube, eine Sache, die wichtig ist zu sagen, ist, Datenschutz oder Privatsphäre heißt ja nicht, dass alles privat sein muss, sondern, was ich viel schöner finde, das hat der BGH in Deutschland, nennt es so ursprünglich, informationelle Selbstbestimmung. Das heißt, ich kann entscheiden, was ich öffentlich mache, prinzipiell oder nicht. Es gibt immer Ausnahmen dazu, aber die Grundregel ist, wenn ich mein Hausnummer höchst privates Sexualleben ins Internet stellen will, hast du jede Freiheit, das zu tun. Aber halt niemand anderer. Und auf das kommt es in Wirklichkeit drauf an. Das ist diese ganze Regelung von Datenschutz und Co. Ist ja nicht alles muss geheim bleiben, sondern wer hat die Macht darüber, was mit den Sachen passiert, und die soll generell bei den Leuten sein. Und weil ich gerade dabei bin, ich glaube, das ist auch so etwas Ähnliches, wenn man das in den Kontext sieht. Ich nenne das Gesamtkonzept davon informationelle Umverteilung. Das ist so, wie man wirtschaftliche Umverteilung in einem kapitalistischen System hat, sondern ein bisschen von oben nach unten umverteilen. Entwickelt sich jetzt in dieser ganzen Informationsgesellschaft eine ähnliche Sache. Man sagt einerseits, es gibt ein Auskunftsrecht, das heißt, ich darf wissen, was die mit meinen Daten tun. Sozusagen eine Umverteilung der Information nach unten. Es gibt Informationsfreiheitsgesetze überall außer in Österreich, wo auch sozusagen der Staat mir mitteilen muss, was er so tut und so weiter. Und gleichzeitig schütze ich den Kleinen zum gewissen Grad mit der Information, die er freigibt. Und ich finde das ein relativ schönes Bild, weil wenn jetzt die Macht Information ist, so wie wir früher gesagt haben, das Kapital ist irgendwie die Macht, was weiß ich, dann stellt sich die Frage, wie schützen wir die verschiedenen Ebenen und wie teilen wir so um, dass das am Ende ein halbwegs faires Gesamtsystem bleibt. Und so sehe ich eigentlich Datenschutz, weniger als steckt mal was weg und tun wir es irgendwo hin, sondern als eine Machtverteilungsdiskussion. Ich finde das ein schönes Gesamtbild, wie man das sehen kann. Gut, bleiben wir bei dieser Frage der Machtverteilung und der eigenen Zustimmung. Ich meine, wer sich selber outet, in welchem Bereich auch immer, hat dazu das legitime Recht, aber nur er selber darf das entscheiden. Die Frage ist, wie viel vom Privaten noch zu retten ist. Es gibt zum Beispiel für Autos die Vorgabe, ich glaube ab 2018, dass da eine E-Call-Vorrichtung drinnen sein muss. Das heißt, die hilft mir für den Fall des Unfalls. Ja. Hilft mir das. Gut, das ist zu meinem Schutz. Gleichzeitig bewirkt es aber, dass natürlich mein Weg mit dem Auto kontrollierbar wird. Kommt drauf an, wie man es technisch umsetzt, ja. Ja, und natürlich, wie gesagt, es ist zu meinem Schutz, weil alle diese Maßnahmen sind ja immer entweder zu unserem Schutz oder zu unserer Bequemlichkeit. Schutz ist das eine, wie in dem Fall. Bequemlichkeit heißt, ich zahle mit der Karte und alles wird überprüfbar. Und wenn jetzt das Internet der Dinge demnächst kommen wird, der Haustürschlüssel, der Fernsehapparat, der Kühlschrank, was immer es wird, wir werden in sämtlichen Bewegungen, die wir machen, überwachbar, kontrollierbar werden, wenn es jemand drauf anlegt. Und
Sie haben das, deswegen fällt es mir auch ein, Sie haben vor wenigen Wochen an der Uni in Stuttgart einen Vortrag gehalten, der hatte, glaube ich, den Titel »Hat Datenschutz noch einen Sinn?« oder so ähnlich. Ja, das sind immer diese sinisteren Titel. Es gibt zwei Ebenen, wie man damit umgehen kann. Erstens ist die Frage, wie setze ich was technisch um? Wenn ich zum Beispiel eine Hausnummer, diesen E-Call-Button habe, wenn ja nur dann sich verbindet mit dem Netz oder nur dann sozusagen eine Nachricht abwirft, wenn die Sensoren von dem Auto feststellen Unfall oder wenn ich drauf drücke, dann ist das datenschutzrechtlich meiner Meinung nach unbedenklich, weil dann will ja, dass das Ding was sagt. Ne? Wenn allerdings das jetzt die Box ist, wie es teilweise Versicherungen wollen, die permanent schaut, ob ich eh nicht zu schnell fahre, ob ich eh nicht vergesse zu blinken, ob ich was weiß ich nicht tue, ob ich mehr auf der Landstraße oder in der Stadt fahre, weil meine Prämien entsprechend sind, dann habe ich ein ganz anderes System. Das heißt, vieles von den Sachen kann man auch technisch lösen. Es gibt Verschlüsselungssysteme, wo ich einfach sagen kann, gut, dieser Teil der Information wird anonymisiert, ich kann Sachen hashen. Es gibt, ohne jetzt tief in die Technik zu gehen, kann ich viele Sachen, die sinnvoll sind, technisch schön lösen. Ich glaube, dass das mal der erste Zugang sein muss. Dann stellt die zweite Frage, was ich technisch nicht schön lösen muss. Hausnummer Facebook braucht halt meine Daten, damit die einen Newsfeed aggregieren können, das geht schlecht anders. Dann stellt sich die Frage, wie kann ich das rechtlich den Menschen so absichern, dass er weiß, die können zwar, aber sie tun es nicht. Das ist ähnlich wie bei der Telefonüberwachung. Technisch kann jedes von unseren Telefongesprächen abgehört werden von der Polizei, das ist keine große Hexerei. Aber ich gehe davon aus, wenn ich in einem Rechtsstaat bin, dass da vorher ein Richter zustimmt, dass es sozusagen die Provider schauen, ob auch die Zetteln richtig sind und so weiter und so fort. Und ich kann deswegen telefonieren, obwohl ich weiß, technisch ist es nicht hundertprozentig sicher, weil ich einfach persönlich die Sicherheit habe aus einem rechtlichen Zusammenhang. Und ich glaube, auf den beiden Ebenen kann man eben diesen meiner Meinung nach Idealzustand herstellen, dass man die positiven Seiten dieser Technik hat, aber nicht unbedingt die negativen. Gut, jetzt nur die Frage ist, ob wir uns so viel Naivität, wie Sie sie jetzt eben skizziert haben, noch leisten können. Wir haben gerade am Beispiel von Facebook gesehen, dass es absolut verfehlt ist und für manche wohl auch verheerend, diese Naivität, die es gegeben hat, die wir uns heute nicht mehr leisten sollten. Wir gehen da von einem funktionierenden Rechtsstaat aus. Gleichzeitig sehen wir die Probleme, die es in Europa auch demokratiepolitisch gibt. Gleichzeitig wissen wir, dass technisch die Überwachung absolut möglich geworden ist, und zwar die komplette Überwachung. Wir denken daran, was in den USA passiert ist gerade, wo wir nicht wissen, wie das weitergeht. Das heißt, ein gesundes Misstrauen ist in dem Zusammenhang schon angebracht. Wir wissen, dass die NSA in der Lage ist, wenn es schon nicht bei uns die Telekom oder die Post macht, aber die NSA ist in der Lage, jederzeit unseren Gesprächen zu folgen. Weiß ich gar nicht hundertprozentig. Sind Sie nicht so? Kommt drauf an, wie und wo. Ein schönes Beispiel, ich kann ja über PGP war ja zum Beispiel in Snowden Slides, vielleicht ist heute anders, das ist eine Verschlüsselung von E-Mails, wo ich wirklich sozusagen Ende zu Ende verschlüsseln kann, anscheinend ein Problem für die NSA, weil sie da nicht reinkommen. Gut. Sind. Das heißt, ich telefoniere ganz normal, da ist nichts verschlüsselt. Ja. Und meine E-Mails sind ganz normal, da ist nichts verschlüsselt. Ja. Das heißt, es mag schon Systeme geben, wo die NSA ziemlich dran kiefelt, um dran zu kommen, und vielleicht schafft sie es auch das nicht. Das nennen sie dann Going Dark. Bei mir schaffen sie es auf jeden. Das Problem ist auch von der Verschlüsselung, deswegen sage ich, das hat alles so viele Dimensionen. Jetzt haben die natürlich das Problem nach Snowden, dass jeder Terrorist, der da jetzt groß was tut, weiß, meine verschlüsselte App können es nicht abrufen, ergo sozusagen verschlüssel ich dann halt die Kommunikation, dann kann ich legitime Telefonüberwachungen auch nicht mehr durchführen. Ne? Ja. Also es hat alles, diese Sachen hängen alle auf mehreren Ebenen zusammen. Natürlich der sozusagen Datenschutzfetischist sagt, alles verschlüsseln, alles super.
Dann stellt sich aber logischerweise, kommt dann der Herr Sobotka, nachdem er mit seiner Videoüberwachungsvernetzung und dem ganzen anderen Schaß fertig ist, kommt er daher und sagt, naja, wir brauchen dann einen Direktzugriff auf die jeweiligen Devices, weil nur noch dort sind die Sachen nicht verschlüsselt. Das ist ein viel tieferer Eingriff als wie die, über, also die Überwachung der Übertragung. Ne? Gut, aber alles verschlüsselt führt mich unmittelbar in die Paranoia hinein. Absolut, ja. Das heißt... Es ist alles so kompliziert. Nein, das ist gar nicht kompliziert. Das ist, ich sehe, dass wir hier in eine Welt hineingehen, von der Stalin und Hitler geträumt haben. Absolut, ja. Wenn sie das gehabt hätten, dann wären wir sie nie losgeworden. Und jetzt wird es aber möglich. Und das ist... Eine Utopie, die schon angsterregend ist, und wir verlassen uns halt darauf, dass wir in unserem kleinen Österreich uns den Rechtsstaat aufrechterhalten können, dass diese Art von Missbrauch nicht passiert, aber technologisch wird das alles in absehbarer Zeit, und ich sage Ihnen einen Einstieg dazu, als mich zum ersten Mal das tief berührt hat, das ist ein Vierteljahrhundert her, da gab es, da bin ich beim Rumschalten im Fernsehen in einen kommerziellen Sender gekommen, und da gab es eine Sendung, die hat geheißen Verzeih mir. Das war erste Hälfte 90er Jahre. Das war eine Geschichte, wo jemand was falsch gemacht hat gegenüber einer anderen Person, in dem Fall war es eine junge Frau gegenüber ihrer Tante, und das hat sie dann erzählt, was sie da falsch gemacht hat, der Tante gegenüber. Dann ist die Tante gekommen, die war ein bisschen widerstrebend, hat man den Eindruck gehabt ins Studio, dann hat die gesagt, die Nichte gesagt, verzeih mir, dann haben beide geweint, und so war das. Und ich habe das gesehen und war wirklich erschüttert. Es war hochqualitativ im Vergleich zu den Babys, die sie in den Finger beißen. Ja, also. Das war erste Hälfte 90er. Da ich die kommerziellen Stationen nicht gesehen habe, sondern die öffentlich-rechtlichen, war mir das entgangen. Ich habe meine Familie herbeigerufen, weil ich mir gedacht habe, da will ich jetzt nicht allein bleiben in der Situation. Und was ich mir gedacht habe, es hat mich wirklich stark berührt, was ich mir gedacht habe, das ist das Ende der bürgerlichen Privatheit. Jetzt löst sie sich auf, indem Leute ihre privaten Geschichten, da kann man sagen, eine vergleichsweise harmlose, aber eine zutiefst private Geschichte zwischen der jungen Frau und ihrer Tante. Und das war nicht Unterschicht, die gesagt hat, ich will einmal ins Fernsehen die gewissen 15 Minuten vom Andy Warhol haben. Nein, das war es überhaupt nicht. Die hat studiert gehabt auf Kosten der Tante, und dann hat sie sich nicht drum um sie gekümmert. Gut, also nein, ich erzähle die Geschichte, weil sie mich so damals so berührt hat. Und da habe ich mir gedacht, da geht was zu Ende jetzt. Das Ende dessen, was das Bürgertum erkämpft hat und definiert hat als Privatheit. Das war vor einem Vierteljahrhundert. Und jetzt aber sind wir soweit. Jetzt sind wir so weit, dass technologisch die Freiwilligkeit muss überhaupt nicht mehr sein, dass das alles, was sich da abgezeichnet hat, technologisch möglich geworden ist. Meine Theorie, die ich damals entwickelt habe, die sich so ins Fernsehen stellen und ihre Geschichten, so, ihre privaten so ausbreiten, die wissen bereits, es wird aufgrund der Überwachungsmöglichkeiten nicht mehr besonders lang halten. Das heißt, es ist eh wurscht, und ich gebe mein Privatleben jetzt bekannt, weil es wird sowieso wertlos werden. Es funktioniert nicht mehr. In Wirklichkeit waren das Pioniere dessen, was jetzt vor der Tür steht. Und ja. Sozialporno. So nennt man das halt einmal. Ja, natürlich ist es Sozialporno. Aber ich glaube, was noch eine Ebene ist, die man dazu rechnen muss jetzt bei den Online-Sachen, ist dieses Reward-System. Also wenn ich da was online stelle, was Privates, wird es geliked. Dann kommt ein kleiner roter Button und sagt, du bist wieder geliked worden. Und es ist banal, also das ist ja, ich meine, ja, aber selbst ich sitze immer wieder ganz gerne vor Twitter und denke mir, hui, ich bin wieder retweetet worden. Ja.
Und das kommt bei den ganzen Sachen auch noch dazu, eben die ganzen Systeme, das ist eben das, was sie Positive User Experience nennen. Umso mehr du reingibst, umso mehr wirst du beachtet, umso mehr hast du Feedback und umso mehr wirst du geliebt. Das ist ja, also ist ja peinlich, wie banal es ist, aber ich habe Freunde, die neben mir sitzen, ein Foto posten und sich aufregen, dass nach 10 Minuten sich noch keiner geliked hat. Ja? Und das kommt auch noch damit dazu, dass diese Systeme, und ich glaube Zuckerberg hat ja Psychologie studiert und so weiter, tief so gemacht sind, dass ich da immer weitermache, dass das drogenartig wird praktisch. Ne? Und das kommt, glaube ich, noch dazu. Und das war ja damals wahrscheinlich bei den Fernsehleuten auch ähnlich, dass sie sich gedacht haben, ole, ich habe meine 3 tollen Stunden oder was weiß ich. Eine Sache, die ich noch zuerst, die Sie gesagt haben, die mir wichtig ist. Bleiben wir einen Moment dabei. Sie sagten drogenartig. Das heißt schon, dass Sie auch meinen, eine Theorie, die wir ja auch immer wieder hören, dass es durchaus möglich ist, dass soziale Medien eine Art von massivem Abhängigkeitsverhältnis absolut, und sie ändern, bei Personen herstellen, was man mit Drogen vergleichen kann. Ja, also wenn jemand nervös alle 10 Minuten auf sein Handy schaut, und das machen die meisten Leute heute, dann hat es was. Ja? Und ich glaube, dass das, ich meine, da kommen wir jetzt ganz weit weg und das ist auch nicht meine Fachexpertise und so weiter, ja? Aber was ich schon massiv feststelle, ist, dass es wird so viel kommuniziert, aber so wenig miteinander mehr gesprochen. Also es wird permanent geschrieben und dann und gemacht, aber es ist immer schwieriger, irgendwie sich hinzusetzen, ein ernsthaftes, tiefes Gespräch zu haben oder sowas. Also ich habe dementsprechend auch wieder den Spieleabend mit massiven Weinunterstützung irgendwie gern wieder eingeführt, weil da kommt man wieder dazu. Aber und eine andere Ebene ist, wir haben auch so mehr ein amerikanisches Selbstdarstellungsding auf diesen Plattformen. Das heißt, alles muss toll sein, unser Leben muss super sein. Und ich glaube, also da gibt es ja auch diese ganzen Theorien, dass wahnsinnig viele Leute aus dem eine Depression rauskriegen, weil sie einfach glauben, alle fliegen nur um die Welt, sind alle nur beim Cocktail trinken und alles ist super und toll und wissen, mein Leben ist eigentlich im Vergleich relativ arsch dazu und dementsprechend an Depri aufreißen. Ne? Und das sind alles noch Ebenen, da bin ich aber wirklich der falsche Mensch, um da genau, ich stelle nur fest beim Zuschauen, ne? Da gibt es noch wahnsinnig viele Ebenen, was hochproblematisch sind. Aber das ist ja das Schöne, ich meine, wenn auf Instagram Leute schon drunter schreiben, no filter, dass dieses Foto gar nicht gefiltert und manipuliert worden ist und verschönert worden ist, das muss man ja inzwischen highlighten. Ja? Die Welt ist wirklich so schön wie dem Foto, gar nicht nur so hergestellt. Dann stellt man sich schon her und denkt sich, wie degeneriert ist es schon. Ne? Da gibt es noch 100 Ebenen davon, die höchst spannend sind. Und da kommen auch wieder die Daten rein, weil wenn ich 10.000 Datenpunkte habe, kann ich einfach den Personen genau so das zuspielen, wie sie es gerne haben wollen. Da komme ich auch in die ganze Fake-News-Debatte, was weiß ich alles, rein. Ja. Eine Bubble zu schaffen, die einfach von der Realität so weit entrückt ist, und wird aber zunehmend die Realität der Leute. Ne? Ja. Aber bleiben wir dabei. Ich habe aber davor noch eine Frage, weil Sie von dem Like-Button gesprochen haben. Die den posten, werden die bei Facebook auch registriert? Wie die den posten? Den Like-Button. Also wenn man drauf drückt sozusagen. Ja, natürlich. Das wird genau mitgetrackt, wer wann was gedrückt hat. Und dementsprechend kann ich dann halt wissen, wer an was interessiert ist. Viel spannender, wo ich jetzt in der Präsentation den Like-Button drinnen gehabt habe, ist, dass der auf Drittseiten ist. Also Hausnummer, ich bin auf der Webseite, ich glaube die Ö24, also Österreich hatte noch, da ist drunter dann ein Like-Button und dann wissen die genau, wann ich welche Webseite angeschaut habe. Und wenn ich jetzt sozusagen permanent die Flüchtlinge überlaufen uns und wir sterben bald alle anschaue, dann kommt es dementsprechend auch in meinem Newsfeed, ne? Wenn ich die Katzenfotos anschaue, dann kommen halt mehr Katzenfotos im Newsfeed, so blöd gesagt. Ne? Aber das Spannende ist, dass meine Aktionen auf Drittseiten, ohne aktiv was zu tun, ich muss auf diesen Like-Button gar nicht klicken, ich schaue mir nur die Seite an. Auch das wird alles mitgetrackt. Selbst beim Newsfeed wird getrackt, wie lange Sie welches Posting anschauen. Und dann weiß man, ohne dass man drauf klickt oder damit interagiert oder sonst was tut, was die Leute interessiert. Und da gibt es 100 Möglichkeiten, sozusagen da im Hintergrund noch zu speichern. Dann schlägt der Algorithmus zu. Und wenn es zum Beispiel, bleiben wir jetzt bei gesellschaftspolitischen Fragen, ich kriege dann nur, wenn eine bestimmte gesellschaftspolitische Position, die ich einnehme, festgestellt ist, dann kriege ich nur mehr die Meldungen, die in diesen Bereich passen. Ja. Das heißt, ich werde ständig in meiner Meinung bestätigt.
Das heißt, das, was für die Demokratie ein absolut lebenswichtiges Element ist, nämlich der Diskurs und auch die kontroversielle Auseinandersetzung, das fällt aus. Aber wenn ich in dieser Blase dann, ist jetzt auch Bubble-Blase wie immer, wenn ich da drinnen bin, wo ich immer nur bestätigt werde, dann werde ich auf der einen Seite zum Deppen, aber ich fühle mich als Depp sehr wohl. Absolut, ja. Und um da zurückzugehen. Das ist das Problem dabei. Absolut, ja. Na, es ist praktisch der Stammtisch alleine, ne? Ja. Aber zurückzugehen, ich würde das gerne eben vergleichen. Ich war 2005 Austauschschüler in Zentralflorida. Ja? Meine Gasteltern haben Fox News geschaut. Da war, glaube ich, eine Woche lang, da war gerade wegen Irakkrieg, waren die Franzosen gerade drunter durch. Das war die Zeit, wo sie im Kapitol aus den French Fries Freedom Fries gemacht haben, weil es nicht mehr französische, also keine Pommes mehr, also French Fries sind halt Freedom Fries worden, weil wir so gegen die Franzosen waren. Und da war eine Woche lang nur, dass die Franzosen irgendwie, ich glaube, Esel in ihre Salami oder Pferde in ihre Salami verwurschten, war das Hauptthema auf Fox News eine Woche lang, weil es einfach Franzosen-Bashing war. Und wurscht, was da war, es war so absurd und jenseitig und ich habe halt dann am Abend irgendwie ORF.at geschaut und es war einfach eine eigene Welt da in diesem Fernseher bei uns zu Hause, die mit der Realität und mit den wahren Fakten nichts zu tun gehabt haben. Das war 2005 dort schon so. Wir sind das nicht so gewohnt, weil wir einfach die Dominanz von relativ großen öffentlichen Medien haben, von eben Sachen wie ORF und halt mainstreamigere Zeitungen haben, die nicht so in ihre Ecken gehen. Aber es war damals schon genau das Gleiche. Die waren in diesem Wohnzimmer auch in einer Filterbubble. Nur, dass jetzt ich technisch das noch, ich kann 6 Milliarden Filterbubbles generieren technisch und muss nicht mehr 10 machen, wo sich jeder halbwegs irgendwie einfügen muss. Und das ist das Spannende. Ich glaube, das ist sozusagen, dass es nur noch viel gezielter wird. Das heißt, ist nichts Neues. Ich kann irgendwie es viel personalisierter machen. Absolut, ja. Ich kann ja de facto eine Zeitung so zusammenstellen, dass jeder nur das sieht, was er gern hat. Und die Idee dahinter ist ja, dass ich, und das andere ist, was möglich ist, Sachen, die Leute unglaublich aufregen. Das war ja bei Trump, bei der Wahl in den USA als das Gegending, dass man probiert hat, eben Sachen über die Hillary zu schreiben, dass sie, weiß nicht, das war dieser Kinderporno-Ring in einem Keller von einem Restaurant, den die Hillary Clinton anscheinend betreiben hätte sollen. Die Pizza. Pizzagate, ja. Die Pizza. Und dann hat es irgendeinen Wahnsinnigen gegeben, der sich den Keller anschauen wollte und ist da irgendwie mit der Puffen reinmarschiert. Weil er für ihn das Realität war, dass in diesem Keller die Hillary Clinton da irgendwelche Kinder missbraucht oder irgendwie so war die Geschichte, genau. Und da sieht man dann sozusagen, wie sehr man dann schon abgehoben wird. Und das geht dann, wenn ich es hyperpersonalisiert, wenn es nur noch sozusagen du immer weiter in dieses Ding reingehst. Aber das andere, was ich sagen wollte, ist nicht nur sozusagen Sachen, die du hören willst, sondern du hast auch wahnsinnig hohes Engagement und damit sehr viel Revenue, weil mehr Werbeeinschaltungen bei Sachen, was Leute aufregt. Ich meine, das kennen wir ja auch aus der Kronenzeitung. Die Leute, wenn es ganz aufregend ist auf der Titelseite, dann verkauft sie die anscheinend auch besser. Und diese Sachen kann ich jetzt nur noch viel besser steuern auf die Einzelperson drauf. Ne? Das heißt, ich kann dann fünf, und es ist ja nichts anderes, was der Boulevard nicht schon endlos gemacht hat, nur viel gezielter, viel persönlicher. Ich kann für jeden sein persönliches Aufregethema hochspielen. Ja. Und noch ein Einwurf, ganz letztes Ding. Ja, bitte. Wir sind bei den Sachen noch ganz am Anfang. Also wenn man sich anschaut, zum Beispiel, was Facebook glaubt, was ich gern mag, zum Beispiel ist da drinnen gestanden, dass ich arabeske Muster gerne hätte. Das ist dieses arabische Kringelzeichnung an der Wand. Ne? Hintergrund ist, weil ich am Karim Al-Gohari Arabeske heißt ja auf Facebook Folge, in Like auf Facebook, haben sie das sozusagen herausgerechnet, dass ich arabeske Muster gerne habe. Also die Algorithmen sind ja noch relativ am Anfang. Aber wir sehen die Tendenz und wenn man sich vorstellt, was jetzt schon alles möglich ist oder potenziell möglich ist, bei vielen Sachen, bei Trump weiß man ja gar nicht, ob das funktioniert oder nicht. Mit Cambridge Analytics gibt es bis heute Debatte, ob das jetzt war oder nicht. Aber dass das bald mal möglich sein wird, sehen wir. Und dann wird es wirklich spannend. Weil wenn zum Beispiel eine politische Partei die Möglichkeit hat, jedem Wähler eine andere Nachricht zu schicken, dann bin ich als Hausnummer, als FPÖ für den einen noch weiter rechts außen, für den anderen die streichelweiche Partei, die eh nur für die Pensionisten ist, und habe auf einmal die Möglichkeit, auch politisch derart zu manipulieren und 100 verschiedene Gesichter aufzusetzen. Und das wird ja alles, also das ist ja alles nicht mehr fassbar für einen demokratischen Prozess. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber da kann man dann weiterspielen. Und das wird dann das ist diese Cambridge Analytica oder wie? Ja, wobei da viel diskutiert wird, ob sie wirklich das so gezielt gemacht haben. Da war eben die Diskussion, dass Trump einfach, blöd gesagt, 1000 verschiedene Messages hat und jedem die passendste Message geschickt hat. Das heißt, jemand, der
total gegen Waffen war, also für Waffenfreiheit war, der hat nur das bekommen. Wenn man weiß, aber es gibt andere Republikaner oder andere potenzielle Trump-Wähler, die eigentlich für Waffenbeschränkungen sind, dann zeigt man denen einfach den Teil des Parteiprogramms nicht. Ne? Und dementsprechend hat man dann tausende Leute, die für den gleichen wählen, aber aus vollkommen verschiedenen Motiven, was nicht mehr wirklich das ist, wie eigentlich die Demokratie eigentlich geplant wäre, dass es funktioniert. Ne? Bleiben wir bei Fake News und bei der Geschichte mit der Hillary Clinton und ihrem Kindersexring in der Pizzeria. Die hatte ja noch eine skurrile Fortsetzung, in dem in derselben Straße, ein paar Häuser weit weg, noch eine andere Pizzeria ist. Und der hatte eine Website. Und offenbar ist dann irgendwie die eine Pizzeria mit der anderen verwechselt worden. Daraufhin hat der, der an sich nicht gemeint war mit dem Kindersexring, ein paar Häuser weiter weg, auch Morddrohungen gekriegt. Beide. Der hat auch Morddrohungen gekriegt. Daraufhin hat der Nachbar seine Website vom Netz runtergenommen. Daraufhin hat man gesagt, aha, das ist der Schuldgeständnis. Verstehst du? Es entwickelt sich eine Art von Paranoia in dem Zusammenhang auch. Und das ist jetzt schon die Frage. Diese Hasspostings gehen ja sehr oft Hand in Hand mit Fake News. Das passt ja auch ziemlich gut zusammen. Und es ist schon der Eindruck, dass Menschen in dem Zusammenhang, auch weil es eine Anonymität oder Pseudo-Anonymität ist, wirklich enthemmt sind und verroht sind. Ich habe heute im Standard wird eine Geschichte gelesen, die Kronenzeitung hat wieder einmal jetzt vor kurzem die Meute losgelassen gegen eine junge Schriftstellerin, die Stefanie Sargnagel, die ein Tagebuch geführt hat, ein literarisches Tagebuch, das absolut fiktional ist, wo eine Freundin an einem Tag 13 Flaschen Wein getrunken hat und eine junge Katze hat sie getreten. Und dem Muezzin hat sie oder ihre Freundin geküsst. Und wenn sie die Katze geküsst hat und dem Muezzin getreten, wäre es weniger problematisch wahrscheinlich gewesen. Aber es ist eindeutig fiktional. Die Kronenzeitung hat das gebracht, hat das einfach als bare Münze dargestellt. Diese Trotteln, muss man sagen. Und daraufhin ist es losgegangen. Daraufhin ist ein Shitstorm losgebrochen auf die Schriftstellerin. Unglaublich. Also das alles kann man so leicht auslösen und es gibt so eine sprungbereite Wut, die aber keine Grenzen kennt. Ja, und es kommt dann sozusagen noch dieser ganze Confirmation Bias, diese ganzen Sachen dazu. Um das jetzt sozusagen mal umzudrehen, es hat ja zum Beispiel auch die Trump Golden Shower, nennt man das, glaube ich, Geschichte gegeben. Also aus dem Hotel die Wasserspiele in New York von Prostituierten vom Trump in Moskau. Weiß auch kein Mensch, ob es stimmt oder nicht. Ja. Aber die Liberalen haben es super gefunden. Ist in Wirklichkeit, wissen wir genauso sehr, ob es stimmt oder nicht, wie Pizzagate, blöd gesagt. Ja. Und da war viel weniger Aufregung bei uns. Also wir müssen das, glaube ich, auch sozusagen, um ein bisschen mal die Gegenargumente zu sehen, ich glaube, dass wir an sich gerne einfach diesen Confirmation Bias, nennt man das, also das, was seine eigene Weltvorstellung bestätigt, kommt dann dementsprechend lieber raus. Also ich lege ein Bekenntnis ab. Die Geschichte mit der Hillary Clinton und dem Kindersexring im Keller der Pizzeria war von der ersten Sekunde an völlig unsinnig. Dass der Trump, noch bevor er dran gedacht hat, je Präsident werden zu können, von seinen Moskauer Geschäftspartnern in einem Luxushotel mit ein paar Prostituierten bedient worden ist, was immer dort dann passiert ist, aber dass er das gekriegt hat, das habe ich nicht für so ausgeschlossen gehalten. Und das ist gerade die Definition des Confirmation Bias, weil es Ihrer Vorstellung nach eher wahrscheinlich ist. Ja, aber es ist. Und ich bin voll bei Ihrer Meinung. Also ich probiere nur da jetzt Devil's Advocate zu spielen. Ne? Aber das ist genau der Confirmation Bias. Ich stelle es mir auch super vor. Ich habe mich zu Tode gelacht, wie ich das gesehen habe. Ja? Aber es ist natürlich nichts anderes. Und die anderen haben das. Da hat es ja den gegeben, der zu der Pizzeria gefahren ist und dort herumgeschossen hat in der Pizzeria. Meine Mutter wollte jetzt mit mir nach St. Petersburg fahren. Ich habe gesagt, na bitte fahren wir nach
Moskau weiter, ich mag die Präsidentenstil in Ritz, weil dann können wir dort schlafen und der sich anbuddeln hat lassen. Aber ich finde es auch super. Ja. Aber das ist eben genau der Punkt, da müssen wir einen Schritt zurückgehen und sagen, was ist eigentlich sozusagen bewiesen, was sind faktische Nachrichten, was sind Sachen, die wir gern als faktische Nachrichten hätten, weil wir es lustig finden oder weil es unser Weltbild entspricht. Und ich glaube, das kommt teilweise zu kurz, weil die Sachen, die jetzt das europäische Weltbild, also ich war eben ein halbes Jahr da in den Südstaaten, die Oma meiner Gastmutter ist mit der Pumpgun daherkommen, also das ist eine ganz andere Welt, das ist nicht unsere. Aber die Teile, die zum Beispiel in der US-Debatte, die unsere Sicht auf die Dinge bestätigt, da sind wir viel weniger kritisch. Ne? Und das muss man auch ansprechen und durchdeklinieren, weil das haben wir ja bei anderen Dingen auch so. Ich meine, das ist ja der Grund, warum, weiß nicht, ich vielleicht lieber den Standard lese als wie die Kronenzeitung, weil es auch meinem Weltbild mehr entspricht. Ne? Und da muss man sich aber auch ehrlich sein, glaube ich, auf der anderen Seite. Gut, ich habe noch eine Frage jetzt, die ganz woanders hinführt, die mir aber doch interessant zu sein scheint. Wenn Sie vor dem Europäischen Gerichtshof nicht gewonnen hätten, was eine fantastische Geschichte war, die auch weltweit rezipiert worden ist, wenn Sie nicht gewonnen hätten, hätten Sie dann mit Ihrer Auseinandersetzung aufgehört? Sie haben ja immer, auch oder nicht immer, mehrmals festgestellt, Datenschutz wird kein Lebensthema für mich sein. Jetzt ist es für doch eine Reihe von Jahren. Für viel zu lange, ja. Tatsächlich geworden. Also die Frage, was motiviert Sie, oder wenn Sie verloren hätten vor dem Europäischen Gerichtshof, wäre dann die Motivation, wäre dann der Punkt erreicht gewesen, wo Sie sagen, jetzt reicht's mal? Naja, also ich muss ehrlich sagen, ich hoffe, das hört sich nicht überheblich an, aber es war für mich ausgeschlossen, dass wir beim EuGH nicht gewinnen in dem Fall, weil der Fall war so eindeutig und so aufgelegt und davor hat es die Vorratsdatenspeicherungsurteil gegeben. Also wenn der EuGH nicht seine gesamte Grundrechtsjudikatur umdreht hätte in dem Fall, wo es abgesehen davon, du kriegst ja vorher schriftliche Fragen und so weiter und du weißt schon vollkommen, in welche Richtung die Richter gehen. Wir haben 8 Stunden Verhandlung gehabt, da waren die Richter Vollgas, nur gegen die Kommission. Wir haben eine Frage bekommen vom kroatischen Richter, so nach dem Motto, mei, da gibt es Kläger, frag mal die Ameuerfrog. Ja. Also das ist nur in eine Richtung gegangen, der Zug. Deswegen war die Überraschung, das zu gewinnen, überschaubar. Schöner Schwank war auch der Generalanwalt, der machte beim EuGH vorher kurz seine Schlussanträge. Und da dauert es normalerweise 2-3 Monate, wo offiziell die Richter das dann begutachten und dann erst die Urteil schreiben. In unserem Fall war das Urteil 2 Wochen nach dem Generalanwalt, was absolut außergewöhnlich ist. Und ich habe das ist das Schöne in Brüssel, das ist ein bisschen wie in Österreich, da kennt man dann wen kennt, der was weiß, der was gehört hat. Wir haben dann sozusagen schon vorab gehört, dass am 6. Oktober, was glaube ich, das Urteil rauskommt. Und hat sich herausgestellt, dass anscheinend, das ist zumindest die Gerüchtebasis, wieder, man weiß nicht, ob es Fake News ist oder war, dass der Präsident vom EuGH, der ist am 7. in Pension gegangen, und wollte anscheinend diesen Fall am 6. noch rausdrücken davor. Ne? Also es war ein Home Run mehr oder weniger. Von dem her war die Frage nicht so da. Zur Motivation an sich. Wenn ich mal das aussuchen hätte können, also es ist wahnsinnig spannend, weil man einfach viel diskutieren kann, viel herumkommt und so weiter und so fort. Also ich würde das sicher wieder tun. Aber ich bin da vollkommen hineingestolpert. Also ich habe eine Webseite gemacht, nur zur Vorstellung, wo einfach die Beschwerden drauf waren, wo diese 1200 Seiten drauf waren. Die hat 2 Euro im Monat gekostet, weil man einfach irgendeine billige Seite, die ist in Salzburg kostet gewesen. Dann ist es in der Bild-Zeitung gewesen. Daraufhin hat mich dann der Hosting-Provider in Salzburg gekündigt, weil so viele Leute auf diese Webseite geklickt haben, dass das ganze Ding zusammenbrochen ist, der ganze Server. Also das war alles eher so nach dem Motto, wenn es einmal jemanden interessiert, damit es online ist, ne? Und du kommst dann halt immer weiter rein und ich war am Anfang so, bitte meinen Namen nicht, mein Gesicht nicht, ich mag, also ihr könnt gerne alle Unterlagen haben, ich erkläre es euch, aber ich mag nicht in der Öffentlichkeit stehen damit. Das habe ich, glaube ich, nach 1,5 Wochen zusammengebracht. Weil die Redakteure dir sagen, Datenschutz ist das trockenste Thema, das die Welt jemals gesehen hat. Mein Chefredakteur lässt mich nie drüber schreiben, wenn ich nicht eine Geschichte habe. Und das war einfach in dem Fall David gegen Goliath und dann ist man draufgekommen, der David kann irgendwie auch noch gerade Sätze fabrizieren, das ist auch praktisch.
Und dann ist einfach diese Geschichte losgetreten und dann bist du einfach Schritt für Schritt drinnen. Du machst deine Beschwerde bei der Behörde, kriegst irgendwas zurück, denkst das so, ein Blödsinn, schickst das nächste Ding zurück und so baut sich das dann immer weiter auf. Ne? Also und von dem her hat es nie so den Punkt gegeben, wo man sich dachte, mache ich das jetzt, bin ich motiviert genug oder nicht, sondern man stolpert da eigentlich mehr dahin in einem gewissen Ding. Ne? Nein, aber das ist schon ganz wichtig, das ist einfach medial ganz wichtig, mit Ihnen hat der europäische Datenschutz ein Gesicht gekriegt. Ja, ja. Und damit ist es Grund, eine Geschichte habe. Geworden. Ja. Es ist ein Narrativ, Datenschutz, Max Schrems. In Österreich noch mehr, muss man dazu sagen, weil, und, wie gesagt, in Österreich kommt dann das rot-weiß-rote Nationalflagge noch oben drauf. Und dann ist dieses heroische... Unser hat beim EuGH gewonnen. Ja. Dann ist dieses heroische... Gary Cooper-Motiv, 12 Uhr mittags gegen die Miller-Gang, ist natürlich auch mit drinnen. Da sitzt ein Student einer Armada von Lobbyisten und Rechtsanwälten. Das Schöne ist, die sind meistens zu schlecht. Die alle das ist einer meiner größten Faszinosen von diesen ganzen Verfahren. In Irland ist das jetzt wieder so, ich hoffe, das wird nicht auf Englisch übersetzt. Aber du hast Anwälte, die bös gesagt die Porsche-fahrenden Ungusteln sind, die es da vorstellst. Die glauben nur, weil es 5.000 Euro die Stunde verdienen, ist irgendwie ein rechtliches Argument, was die fabrizieren, mehr wert. Und die sind zusammenbrochen vor dem Gericht in Irland. Also meiner, ich hoffe, die Richterin sieht es auch so. Aber die haben am Ende in ihrem Closing Statement teilweise gesagt, dass sie wissen, dass das Gericht ihren Argumenten jetzt wahrscheinlich nicht folgen wird. Also wenn du das als Anwalt vor dem Richter sagst, dann ist das irgendwie weiße Flagge hoch. Und das ist spannend, dass die Leute anziehen, die sich, glaube ich, in dem relativ stark selbst überschätzen. Also die einfach, wir haben auch Zeugen gehabt, die einfach glaubt haben, sie erzählen da jetzt irgendwas und keiner wird es hinterfragen. Und kaum kratzt du ein bisschen an dieser Oberfläche, war da die Luft raus in keiner Zeit. Also das war für mich wahnsinnig faszinierend, weil ich mir gedacht habe, die investieren Millionen in den Fall. Das wird auf Punkt und Beistrich, erwartet man sich irgendwie, perfekt sein. Ist es aber oft gar nicht. Und deswegen ist, glaube ich, auch dieses Ding, also es war auch zum Beispiel spannend, meine amerikanischen Freunde waren so in die Richtung, na nie gegen ein Unternehmen klagen, weil A, wirst sowieso nur verlieren, weil die haben eben die tollen, tollen Anwälte und was weiß ich, und B, wirst nie wieder einen Job kriegen. Das war so grob die Meinung. Und ich glaube, dass wir da in Europa schon weiter sind, dass wir einfach Recht haben, was ein gewisses Ding hat, und du kannst da vorher anschauen und sagen, gut, und die Sachen, die wir vorgebracht haben, waren ja auch sozusagen die Creme de la Creme. Ja. Und wenn du einfach weißt, du hast einen Fall, das war wie beim EuGH, da waren alle, also zum Beispiel in den US-Medien ist dieser Fall nicht und nicht publiziert worden, weil die Chefredakteure gesagt haben, Student gegen Großkonzern wird nie gewinnen. Das war eigentlich in Europa sozusagen das Verkaufsargument von der Geschichte, war klein gegen groß, super, yay. In den USA war es Student mit zwei, drei Anwälten, denen er praktisch die Schriftsätze schreibt, weil die sich mit Datenschutz halt nicht auskennen. Gibt schlichtweg wenige, die sich damit, ich kenne mich wieder im irischen Verfahrensrecht nicht aus, aber man arbeitet dann halt zusammen. Gegen großes Konzern kann nie funktionieren. Und das war das Lustige, sobald dann beim EuGH wirklich die gesagt haben, wir haben Recht, was nach der Verhandlung, glaube ich, allen klar war in dem Raum, war auf einmal ein Zusammenbruch da, so wie konnte das passieren? Ja? Und das ist faszinierend, weil da, also das ist für mich einer der größten Erkenntnisse aus diesem Verfahren, dass da so viel aufbauscht wird und sozusagen gesagt wird, wir sind und wir können und wir sind so toll, aber am Ende, wenn du einen Fall hast, kannst du dich doch durchsetzen. Das habe ich ganz spannend gefunden eigentlich. Ne? Sollte das, was Sie gemacht haben, nicht eigentlich eine nationale europäische Datenschutzbehörde machen? Ja. Das heißt, in Wirklichkeit sollten die doch klagen, Safe Harbor ist gekippt worden vom Europäischen Gerichtshof, jetzt gibt es die Nachfolge. Die Nachfolgeregelung, die heißt Privacy Shield, klingt sehr schön, und, aber in Wirklichkeit lese gleicher ich bei Text, Ihnen und anderen, ist das dasselbe wie vorher. Nach wie vor fließen die Daten aus Europa in die USA. Eigentlich müsste das nicht ein österreichischer Student, ein österreichischer Jurist jetzt sein, der dieses Verfahren führt, sondern eine nationale Datenschutzbehörde, die österreichische, die deutsche, die französische, alle zusammen sollten das sein und sollten Privacy Shield zum Beispiel, das neue Abkommen, das da jetzt läuft, kippen. Es ist absurd, dass das noch immer nicht passiert, sondern dass die Verantwortung noch immer bei Ihnen liegt.
Ja, und vor allem dann kommen noch Leute und sagen, und mach das noch und das auch noch, weil du hast ja nichts zu tun. Das finde ich auch immer ganz spannend. Na, wir haben, also um das zu erklären, ich glaube, wir haben im Datenschutz eine Wegschaukultur zum großen Teil, in den Behörden auch. Das ist Datenschutz praktisch mehr in den 80er Jahren dann die Gesetze gekommen, je nachdem in welchem Land, auch teilweise erst so um 2000 herum. Und das war immer sowas so nach dem Motto, jetzt muss man den Unternehmen mal erklären, dass es das gibt und ihnen helfen. Und es war immer eher sozusagen die Karotte mehr als wie die Peitsche. Immer sozusagen in die Richtung, die haben es ja nicht besser gewusst und man hilft ihnen und so weiter. Und die Kultur herrscht, glaube ich, in den meisten Datenschutzbehörden noch vor, ändert sich aber jetzt derzeit gerade. Und auch diese Datenschutzreform, die ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe, gibt eben dann die Möglichkeiten, ordentliche Strafen rauszuhauen. Die österreichische Datenschutzbehörde ist zum Beispiel in ganz vielen Sachen überhaupt nicht kompetent, die darf überhaupt nichts tun. Strafen vergeben bei uns zum Beispiel die Bezirksverwaltungsbehörden und gar nicht die Datenschutzbehörde und so weiter. Ne? Das heißt, da glaube ich, braucht es einen Kulturwandel in den Behörden, dass die von einer ich helfe Unternehmen, sich ans Gesetz zu halten, Behörde, was ja noch immer eine Aufgabe ist und sie trotzdem machen sollen, in Fällen, wo einfach Unternehmen offensichtlich, absichtlich gegen das Gesetz verstoßen, auch was tun. Und das werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Da gibt es einige Behörden, zum Beispiel jetzt die französische Datenschutzbehörde, die belgische, einige von den deutschen Datenschutzbehörden, die das schon aktiv gemacht haben und auch genau das, was sie beschreiben, tun. Und dann gibt es andere, die halt Däumchen drehen, sich zurücklehnen und sagen, lieber nicht. Ne? Das ist auch eine Frage von der finanziellen Ausstattung. Also es gibt Behörden in Österreich, haben die glaube ich um die 20 Leute circa in der Größe. Ich habe schon wieder vergessen, was genau ist. Aber damit 8 Millionen Leute die Daten zu schützen, ist unterhaltsam. Vor allem, wenn die dann irgendwie in Vorarlberg untersuchen müssen, was bei irgendeinem Unternehmen in Vorarlberg, dann sitzen sie erstmal auch Stunden im Zug. Ne? Also da gibt es noch ganz viel Raum. Die zweite Sache, glaube ich, was realistischer ist in der kurzen Frist, und das ist was eigentlich das Letzte, was ich in diesem Bereich Datenschutz noch machen will, ist so eine Art Datenschutzdurchsetzungs-NGO. Also blöd gesagt, sowas wie eine Stiftung Warentest für Datenschutz, die halt sagt, gut, wir nehmen die Top 100 iPhone-Apps her, als plakatives Beispiel, und haben eigene Inhouse-Hacker oder suchen uns Leute, die das für uns tun, und schauen, was machen diese Apps eigentlich ganz genau auf dem Smartphone, welche Daten ziehen die runter, wo fließen die hin. Man kann ja Daten teilweise auch auf dem Markt kaufen und schauen, gut, woher kommt das, was da in irgendeiner Datenbank ist. Und dann A, schaut, wo sind Probleme und dann B, auch rechtlich dagegen vorgeht. Und ich glaube, das wäre relativ spannend und das ist sozusagen noch so das letzte Projekt, was das bei mir herumhängt. Eine NGO sein. Eine NGO, aber das Ganze auf europäischer Ebene. Und vor allem auch in Kooperation mit den existierenden Verbraucherschutzorganisationen. Das heißt, nicht in der EU, nicht direkt in der EU angesiedelt. Ja, die Idee wäre es eigentlich in Wien zu machen, weil da kennt man sie halt. Ne? Ja. Und das andere, was spannend ist, naja, das Problem ist auch, in den meisten Mitgliedstaaten tritt man irgendjemand auf die Füße. Also in Deutschland ist zum Beispiel, viele haben gesagt, na, Berlin, das ist so das Hacker-Ding, da machen. In Deutschland gibt es aber große Datenindustrie und dementsprechend auch politischen Druck. In Österreich gibt es fast keine große Datenindustrie. Und dementsprechend wäre es auch ein Standort, wo man eher nicht irgendjemand groß auf den Füßen tritt und wo man sozusagen recht schön ausstrahlen kann in die Europäische Union. Aber ich glaube, dass man das eben auf europäischer Ebene müsste, machen muss. Ne? Müsste da die Politik, ich meine, wenn das wirklich funktionieren soll, dann ist es nicht billig. Müsste da die Politik, in dem Fall legitim in unser aller Interesse, muss man dazu sagen, denn das ist ganz vital unser aller Interesse, sollte in dem Fall die Politik mitfinanzieren. Und zwar natürlich teilweise, nicht nur am Standort in Österreich, sondern... Das ist ein bisschen das Problem von was Europäischen, weil natürlich dann jeder Mitgliedstaat sagt, warum soll es ich zahlen? Ne? Hauptsächlich wäre es die Aufgabe der EU-Kommission, das gescheit zu finanzieren. Es gibt jetzt in der Datenschutzgrundverordnung, Sie haben es zuerst auch angesprochen, die Möglichkeit der Verbandsklage, also dass Verbände insgesamt klagen können, so wie wir es im Verbraucherschutz schon kennen. Die EU hat das vorgeschlagen und sozusagen gesehen, dann stellt sich natürlich die Frage, wer finanziert es, wohl auch auf, also wenn man es auf europäischer Ebene will, werden es die, die es finanzieren. Das andere, was interessant war, ich habe diese Idee jetzt irgendwie die letzten Jahre immer wieder zirkuliert, ist, ich glaube, einerseits kann man sich selbst finanzieren zum gewissen Grad, wenn es mal läuft, also das kann man nicht die ersten Jahre machen, aber zum Beispiel bei Sammelklagen kann man durchaus sagen, gut, wir nehmen 5% Verwaltungshonorar, wir machen das für euch alle, wir setzen uns dafür auseinander, wir hätten gern 5% davon und das geht halt in das NGO-Budget hinein. Mit solchen Sachen kann man sich, glaube ich, auch durchaus zum gewissen Grad selber finanzieren. Das andere, was spannend war, ist, dass relativ viele so mittelständische Unternehmen gesagt haben, sponsern wir gerne, weil wir haben das Problem, wir müssen uns an den ganzen Schaß halten, und müssen mit irgendjemandem konkurrieren, der es nicht tut.
Und es war interessant, dass das auch aus Wirtschaftssicht teilweise sozusagen als unlauterer Wettbewerbsverein so in die Richtung gesehen worden ist. Und ich glaube, dass man auch auf der Ebene relativ das finanzieren kann. Das Problem ist natürlich First Mover, wer macht das, und unter einem ordentlichen Batzen Geld wirst du nicht weit hinkommen, weil du brauchst Leute, die sich halbwegs gut auskennen, die willens sind, in eine andere Stadt zu ziehen. Und das ist das Grundproblem von den NGOs, dass die alle so wenig Budget haben, dass die halt 1200 Euro den Leuten im Monat zahlen. Ja. Und da findest halt niemanden, der dauerhaft sagt, er bleibt da und arbeitet an was und hat auch das Know-how, Sachen hochqualitativ zu machen. Weil wenn ich irgendwas gelernt habe, ist, entweder du machst es hundertprozentig hochqualitativ oder lass es gleich bleiben. Ja. Weil sonst gewinnst du nirgendwo was. Das heißt, neben dem Prozess gegen Facebook, der ja immer noch läuft, wäre dieses, nennen wir es Europäische Datenschutzzentrum, das hier die Aufgaben bündelt und auch die Auseinandersetzung mit den USA führt, das wäre das, was Sie noch unbedingt erreichen wollen. Ich nenne es immer meine Schuhbox. Das ist so, wenn man irgendwie so einen Teil in seinem Leben gehabt hat und dann irgendwie so die Reliquien da in eine Schuhbox legt und dann irgendwie in den Kasten stellt. Das wäre diese NGO, ist so meine Schuhbox in die Richtung. Ne? Und dann sagt, gut, mein Themenbereich Datenschutz, der liegt da jetzt irgendwie gut und lebt fröhlich weiter. Und es ist nicht so, dass man es einfach nur da schmeißt irgendwo. Und ich glaube, so sehe ich das ein bisschen emotional, dass man sowas, es wäre jetzt nichts, wo ich mein Leben arbeiten wollen würde oder sonst was, aber du hast das Know-how, du hast die Connections, du kennst einfach auf allen Ebenen, wer da wo was macht, das in irgendeine Institution zu überführen, die das dauerhaft und professionell macht und nicht aus dem Wohnzimmer raus, wie es jetzt de facto ist. Ne? Das glaube ich einfach, dass man mit wahnsinnig wenig Input in diesem ganzen Themenbereich, warum geht da nichts weiter, warum ist das alles so schrecklich, mit wahnsinnig wenig Input wahnsinnig viel Output generieren könnt, weil es ist auf der Straße. Es liegt herum vor dir, du brauchst nicht lang schauen, wo du irgendwas zum Klagen findest. Und du kannst auch dementsprechend sozusagen die einfachsten Fälle dir mal ansuchen. Und das wird aber einen Durchsetzungsdruck generieren. Und wir sehen das jetzt zum Beispiel mit der Safe Harbor-Geschichte. Die amerikanischen, das war ja die Idee von dem Safe Harbor-Fall, war die Sache staatliche Überwachung mit einem Business Case zu verbinden. Das heißt, wenn jetzt Microsoft sagt, ich habe ein Problem in der Europäischen Union, wenn ich der NSA meine ganzen Daten weitergebe, weil dann meine Kunden weglaufen, dann habe ich auf einmal einen Druck auf Microsoft, der vorher nicht da war. Und das war der ganze Fall von dieser ganzen Safe Harbor-Geschichte. Und es war spannend zu sehen, also Microsoft hatte zum Beispiel deutsche Cloud und probiert das jetzt irgendwie alles anders zu lösen, aber was mich am meisten fasziniert hat und wo ich mir gedacht habe, da siehst du dann, dass es doch wirklich auch einen Impact hat, jetzt noch nicht so direkt, wie man das erhofft, aber einen starken indirekten Impact. Es hat, glaube ich, 10, 20 Berichte gegeben, dass irgendwelche IT-Leute, irgendwelche Silicon Valley-Koryphäen zur Trump-Regierung marschiert ist und gesagt, sie dürfen ja nichts mit dieser ganzen Überwachungsgeschichte mehr machen, wegen Privacy Shield, wegen den Europäern, weil sonst ist da dieser gesamte Markt verseucht sozusagen. Ne? Und diese Verbindung herzustellen, ist spannend. Und das kann man mit einem Fall schon machen, dass wirklich das dann sozusagen auf Senior-Ebene kommt und als Problem realisiert wird. Und dann kann man auch, das ist natürlich alles viel Wasser die Donau, bis es wirklich mal alles schön ist, aber man kann sehen, dass man doch Druck generieren kann, der das Verhalten in eine Richtung abändert zu einem gewissen Grad. Und das war, glaube ich, einer der Punkte, wo ich mir gedacht habe, geht doch. Gut. Und, ja. Was dieses europäische, zukünftige, erträumte Datenschutzzentrum betrifft, möge die Übung gelingen. Ich hoffe. Danke. Meine Damen und Herren, ja, also herzlichen Dank an Max Schrems für das Gespräch. Danke fürs lange und Dabei. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Thank you.